Endlich wieder Dyson Sphere Program. Hallo zusammen, mein Name ist Fitzfuchs und wir stehen hier gerade ein bisschen doof. So. Und wir spielen weiter, endlich, Dyson Sphere Program, während ich der Fuchstasse gerade noch etwas Wasser gebe. Ich hab mal wieder Bock. Ich hab jetzt mich ein wenig im WoW versuchtet die Tage. Ich geb's zu. Und auch das werde ich immer mal wieder jetzt spielen die Tage, aber ich hab auch wieder Bock auf dieses Spiel. Weil ich es so liebe, weil ich die Musik so liebe, weil ich das Flair so liebe. Die Atmosphäre einfach, weil ich das Optimieren liebe und weil wir hier jetzt auch richtig hoch hinausgehen. So, jetzt, was machen wir heute? Ich habe überlegt, hier ist noch ein Planet. Der ist direkt ums Eck. Da fliegen wir jetzt gleich mal hin. Und wenn dann, wir brauchen ja gar nichts mitnehmen. Warte mal. Außer vielleicht gucken, dass wir Treibstoff haben. Haben wir. Und da gucken wir uns mal an, was es da drüben gibt. Erstmal gucken, wo der ist. Da. Das war der Space drücken, um mich von der Atmosphäre loszusagen. Loszueisen. Oder an der Schwerkraft. Ja, also das ist, der ist ja wirklich, also, ne, der ist ja wirklich ein Katzensprung. Ich habe nichts gesehen. Hat echt nichts gesehen. Wir fliegen mal zurück. Das ist gerade komisch. Wo ist der hin? Ach doch, der ist noch da, aber... Auch eine schöne Ansicht gerade, aber... Ach... Schön, oder? So lassen wir es. Holen wir uns ein Hütchen am See, angeln ein bisschen. Aber wo ist dieser Planet jetzt hin? Also, entweder bin ich durchgeflogen. Ich glaube, ich bin auf der Atmosphäre drumherum geflogen, aber ich durfte nicht landen. Ich glaube, das war's. Ich muss, glaube ich, nur erst noch was forschen, dass ich das darf. Bin ich mir gerade nicht so sicher. Bin ich mir gerade echt nicht so sicher. Eigentlich, ne. Eigentlich haben wir das doch hier. Gas Giant X. Ja, doch. Explosion. Ja, wie es ausgesprochen wird. Das hier ist. Haben wir die grünen Würfel? Die können wir auch nicht bauen. Die auch nicht. Das haben wir schon in der Kio. Das ist nur Wave? Ne. Ja, okay. Das ist krank. Ja, aber ich habe halt gerade echt nichts gesehen, ne? Doch, doch, das ist der. So, wir fliegen mal bewusst hin, da wo Sonnenlicht ist. Ich glaube, ich darf da nicht landen oder so. So. Nö, ich darf da nicht landen. Ich darf da, das muss ich irgendwie anders abbauen. Oder ich darf da nichts machen auf dem. Ja, okay. Wo ist Mojito, wenn man ihn braucht? Da hat doch Ahnung von sowas.
Aber ich finde das auch sowas. Laden wir unsere Energie hier auf. Weil hier ist ja was drauf, hier, ne? Hier ist der Collectible Fire Ice, also ich muss das irgendwie abbauen können. So, was für Planeten haben wir denn in unserem System? Was gibt's hier denn? Da sind wir doch schon, ne? Da gibt's nichts, oder was? Doch, Moment. Hier bauen wir Kupfer ab. Genau, das wird auch gerade weniger, weil wir bauen es gerade ab. Hier bauen wir ab Titan. Mhm. Genau. Und das war's. Reaching in 42 Minuten. Wir fliegen hier wirklich 42 Minuten. Da kann ich mir einen Kaffee holen gehen. Ach, da kann ich die Bohnen noch pflücken. Ich kann sie anpflanzen. 3 Stunden. Nee, das macht keinen Sinn. Da müssen wir erst noch mehr forschen. Bis wir da hinkommen. 1 Stunde. 1 Stunde. Nee, das machen wir nicht. Okay, das heißt, die müssen erstmal hier bleiben. So, die sagt uns an, was es insgesamt noch gibt, ne? So, okay. Gut. Hier können wir nichts machen, das heißt, wir müssen uns auf unserem Hauptplaneten erstmal konzentrieren. Wo wir gestartet sind. Hm? Wir forschen ja gerade noch ein bisschen was, das ist grundsätzlich nicht verkehrt. Und wir müssen Dinge automatisieren. Aber was? Ich habe hier noch ein paar Bilder vom Old Shaving Foam. Ich kann den Mann immer nur empfehlen. Bei Reddit findet ihr den. Der hat da so gewisse Dinge. Wie zum Beispiel die Solar Sail Factory. Hier unten sieht man es, ne? Wie es am Schluss dann aussieht. Zeig es euch mal kurz hier. Und dann würden wir das hier so produzieren. Da brauchen wir aber dieses Eis, das wir noch nicht haben. Wir können es uns auch zusammen basteln, aber ja. So, was habe ich denn hier noch? Hier habe ich eine. Ne, das ist die Öl Factory V2. Die hatten wir am Anfang schon. Hier gibt es eine Motorenfabrik. Ja. Ja, ich kurz zeigen. Die er gebaut hat. Sieht ungefähr dann so aus hier, ne? Und grundsätzlich nicht verkehrt. Müssten wir das zwingend automatisieren im Moment? Ah, wir könnten. Ich glaube, was viel interessanter ist, ist die Prozessor Factory. Das hier. Also er macht sich echt Gedanken, ne? Man sieht ja, wie viel das dauert. Das hat er jetzt hier auf einem Eisplanet gebaut als Beispiel. Und auch die verschiedenen Geschwindigkeiten, weil die schneller produzieren als die anderen etc. Ich glaube, das ist grundsätzlich gar nicht verkehrt, dass wir das jetzt mal angehen. Ja, ihr habt es jetzt mal grob gesehen, wie das hier aufzubauen ist. Schön die Musik auch im Hintergrund weiter, ne? Passt ganz gut in diesem Bild hier. Und das baue ich dann genau so nach. Mhm. Wir brauchen dafür Dinge, die uns eh geliefert werden. Wie es hier hochgeht und dann wieder runter. Sehr schön. Ah, wie es einfach fluppt, ne? Wie es einfach fluppt. Ah, es staut sich hier schon ein bisschen, ne? Da habe ich jetzt eine ganz bekloppte Idee. Wie so oft bei mir.
Habe ich keins mehr? Ach, come on. Wo bist du? Da. Stein und okay, wir haben ein bisschen Ressourcenmangel. Moment. Ist richtig, Jäger. Aber ist das, also auf dem, wenn man ein Abo Mobile abschließen will, ist das teurer. Aber die Frage ist, ist das auf dem iPad nur so, weil es Apple ist? Was ich denen durchaus zutraue würde. Oder ist das generell so, wenn du mit dem Handy auch abonnieren möchtest, ne? Ich persönlich finde es auch ein bisschen frech. Sag ich ganz frei raus. Wir machen das ganz anders. Kann ich die hier anzapfen? Ich weiß es nicht. Geht das nicht? Sieht nicht so aus, als könnte ich hier was abzwacken, ne? Jetzt kann ich wirklich nur unten raus und rein. Das wäre ja dämlich. Wir haben nämlich eine Überproduktion hier, ne? Es staut sich hier. Das wird auf lange Sicht zu Problemen führen. Könnt ihr das hier jetzt einfach weiterführen und könnt ihr hier hinten einen Verbrennungs hinsetzen. Das ginge. Ich würde es aber gerne hier abzwacken. Ja, iPhone ist auch Apple. Jäger. Man müsste jetzt Android testen, um auszuschließen zu können, dass Apple der Bösewicht ist. Aber wie gesagt, ich würde es denen zutrauen, dass die mehr Kohle wollen, weil wir sind Apple. So. Wasser brauchen sie offensichtlich nicht sehr viel. Das scheint nämlich noch zu reichen. Ich habe keinen Splitter mehr. Ach, kein schlechtes Betriebssystem. Ja, also ich benutze ja auch Apple-Produkte und bin zufrieden mit, aber es hat beide seine Vor- und Nachteile, habe ich mittlerweile gelernt. Ja. Bullshit. Wir werden gleich meckern.
So, jetzt kann ich das hier nämlich wegholen. Ah, da habe ich Bock drauf jetzt. Wir müssen da rüber, ne? Also noch eins hoch. Gott sagen, wo bleiben denn die Waren hier? Ich habe keins gebraucht, weil ich keinen Platz habe. Ach so. Aber jetzt schalten wir die ja in Reihe, ne? Naja, aber das kriegen wir nicht hin. Müssen wir die Windräder da wegmachen. Das ist eigentlich Jacke wie Hose. Ah, da. Zu viele Icons. Können wir noch welche? Ah, Zahnräder brauchen wir, ne? Die möchte ich nicht bauen. So, dann brauchen wir noch ein paar von denen. Naja, das machen wir, glaube ich, sogar. Müsste passen. So weit, oder was? Too far? Schade. Schade! Ich will die Windräder ja nicht wegnehmen, ich will die da lassen. Ich finde das so ganz witzig. Mein Gott, wir haben hier doch Platz, also. So.
so entscheidend ist, dass das hier jetzt eigentlich abnimmt hier, ne? Hält sich so ein bisschen, ne? Die Tendenz zum Abnahme, ja. Jetzt kann man, glaube ich, hier noch sagen, dass wir hier die Priorität draufsetzen, ne? Geht das? Nö, eigentlich nicht. Was schicken wir überhaupt durch? Refined Oil, oder? Das sollte ich, glaube ich, nochmal einstellen, sonst geht ja gleich gar nichts. Ja. Gut, ich kann ja jetzt sagen, Filter. Der Input Priority ist klar, aber. Ah, aber Moment, das ist schon Output Priority. Okay, ich muss noch keinen Filter reinsetzen. Ja, alles klar. Das heißt, er macht erst hier und wenn hier stockt, dann macht er auf der anderen Seite. Falls es mal leer werden sollte, im großen Stile, und hier knapper herrschen sollte, bevor es darüber geht, geht es erst da lang. Das ist das Entscheidende. Gut. Damit haben wir jetzt wieder ein wenig mehr Strom produziert. Nicht schön, aber selten dafür. Aber wir sind ja schon ein bisschen an unser Minimum gekommen. Und wir müssen ja noch mehr bauen, aber... Ist hier nicht bald alles weg? Also das ist doch eine Energieverschwendung hoch 5 hier, oder? Das kann ich doch mit einem abfrühstücken. Anderes Shift. Die schustern eh nur bei, ne? So ein bisschen Kohle, sogar relativ viel. Oh oh. Gut, wir haben ja die Produktion mehr oder minder eingestellt. Lass uns das ja liefern vom anderen Planeten. Ne? Genau, ich sollte mal gucken, wie es mit dem Kupfer aussieht. Ich wollte hier ja kein Kupfer mehr schmelzen. Ich wollte ja, dass das hier erst irgendwann alles weg ist. Ich wollte es ja alles abreißen. Aber das wird noch ein bisschen dauern hier, ne? Zumal wir auch einfach nicht so viel brauchen. Das ist immer prallvoll. Und selbst die hier füllen sich auch, also. Da wir aber auch gerade wenig hier produzieren. Nur das bitter Nötigste machen wir. Na gut. Genau, mein Plan war, dass wir die Prozessorfabrik angehen. Gucken, wo wir die hinsetzen. Also, im Prinzip brauche ich das, was ich hier hinten lagere. Nee, stimmt gar nicht. Stimmt überhaupt nicht. Lagerhallen. Storage, bitte. Am Stein hängt's oder woran hängt's? Am Stahl. Hm. Mehr geht nicht. Na gut, sie können noch eins voll produzieren. So, wir brauchen diese Ressource hier. Ich möchte das Wasser nicht komplett zerstören, aber wir brauchen den Platz.
Eigentlich müssten wir so diesen einen Turm hier machen. Ja, die holen das eh schon von dem anderen da drüben. Stimmt, die bringen das eh schon von dem anderen. Ja, Tatsache. In Transit. Mal ein klein bisschen gucken. Ich glaube nicht, dass wir zwei damit befeuern können. Bin ich mir nicht so sicher, oder? Na, eigentlich schon. Nee. Wir können es ja von hier holen. Lass mal gucken, was auf welches Band muss. Das macht er nach links und nach rechts, aber so eine extreme Prozessorfabrik brauchen wir eigentlich nicht. Ja. Ginge schon. Bräuchte man wesentlich mehr Ressourcen, die da reinflattern. Gut, wir lassen uns die halt auch gerade nicht liefern. Ja. Aber wir produzieren sie schon auf einem anderen Planeten. Meine Idee war ja, wir reißen es komplett ab. Das Kupfer, die Kupferproduktionsstätten, und lassen uns alles nur noch liefern. Aber solange wir halt noch haben, wäre es halt auch wieder Verschwendung, ne? Das ist das Problem. Wir müssen eigentlich noch mehr. Wie sieht es denn auf dem anderen Planeten aus? Der halt ziemlich weit weg ist. Dahin. Da ist halt auch nicht mehr so viel Silicon Ore. Das ist das Problem. Ja, 2 Millionen ist ein Haufen Holz erstmal. Aber trotzdem, es hält nicht ewig. Wenn ich dann noch mehr abbaue und das dann auch noch rüberschicke. Ja, das ist die Frage. Ich würde das gern genauso machen. Wir machen das, ich baue das genauso auf. Wir lassen uns das alles liefern. Könnten wir uns noch wir könnten uns Iron Ore von dem Planeten hier, wenn 1 Million drauf. Dann haben wir noch auf dem anderen hier. Dem hier gibt es hier das. 400.000, das macht der Bock gar nicht fett. Was haben wir auf unserem Planeten hier? Noch 2 Millionen. Ist halt auch Quatsch. Ne? Ist auch Quatsch. Dann lassen wir es reinliefern mit dem Förderband. Bums. Ja, die fressen halt alle Strom wie Sau, die Teile hier. Das ist das Problem. Und das wird uns auch irgendwann das Genick brechen. Wir müssen dann auf diese Sonnensegel gehen. Ja. Das ist, da kommt dann die richtige Power rüber. Und dann damit dann abfangen. Das Ding macht 5 Megawatt. Ich meine, es kostet auch an Ressourcen. Wenn ich das sehe, wird mir schlecht, aber wenn man halt sieht, wie viel macht so ein Kraftwerk? 9. Aber das frisst halt Ressourcen. Ja, das stellst du halt nur hin und tut das von den Segeln einfach ab. Sau. Ja. Schwierig, schwierig, schwierig. Also ich würde gerne mehr von denen hier bauen. Auf unserem Planeten. Ja. Die Kosten sind gar nicht so wild. Das ist nicht das, was mich stört. Was mich stört, ist, dass ich halt hier alles umändern müsste. Ja, also ich müsste dann zum Beispiel hier unser ganzes Zwischenlager, müsste ich dann gegen diesen Turm austauschen.
Das ist ja alles Sony wirklich. Ne, da müsste ich alles umbauen. Vor allem das hier alles leer räumen, da wäre ich ja nicht mehr froh. Aber als von daher weg und dann auch direkt wieder rausgeht für die Produktionsstätte. Bin schon ein bisschen verrückt, oder? Ja, ich bin's verrückt. Oh Mann. Macht mal was für euer Geld. Jetzt geht's ja wieder rund. Der ist bewusst so langsam, ne? Ja. Das habe ich beschissen runterkommen lassen. Das bauen wir jetzt mal um. Ah, ein paar Stahlträger. So, dann können wir nämlich hier auch noch ein paar draufsetzen. Für den Fall. Wenn wir alles irgendwie wegfrühstücken. Gibt sich gerade nichts, okay. Da wir ja forschen, sind auch die Würfelproduktionen wie immer noch am Laufen. Gut, auch da können wir noch ein bisschen was draufsetzen. Kann man noch welche bauen? Du hast gerade noch gelbe Würfel, die fehlen noch. So, dann können die hier mal schön vollpumpen. Wie sich das gehört. Würfel sammeln sich sogar an, so muss das sein. Müssen aber so langsam durch sein, ne? Ja, so viel ist nicht mehr. So, auf jeden Fall läuft es hier jetzt wieder rund in viele Richtungen, weil ich einfach mal gesagt habe, wir können wieder, ja, jetzt produzieren die auch wieder fleißiger. So muss das sein.
Wie sieht es hier aus? Nimm das ab. Nein. Oh, minimal. Das ist sehr gut. Das ist sehr gut. Okay. Prozessorfabrik. Ist auch aus der Not geboren, ne? Trotzdem voll. Ja, dann mach doch mal hier ein bisschen Speed. Vielleicht mache ich es halt nicht wirklich besser, aber weil der kann schon nichts mehr ausspucken hier. Achso, das ist der, der die anderen macht, ja. Wie schnell füllt sich's? Relativ, ja. Sag mal, noch produzieren wir genug. Strange Matter, was macht das? Will er gerade erforschen? Ah, verstehe. Das geht nicht. Was wollen wir für den nächsten Würfel? Und zwar, der nächste Würfel wäre dann der lilane. Okay, also die Prozessoren brauchen wir dafür. Das bin ich ja gerade am Andenken. Was ist das andere? Ja. Okay. Das Komponent heißt das. Da brauchen wir Plastik. Ist das, sehe ich das richtig? Ja, Plastik. Da brauchen wir. Ja. Das Ende ist nicht nahe, Juri Jäger. Vergiss es. Das dauert noch so lange. Das baue ich auch aus Titanium, sehe ich gerade. Das Titanium. Das Ende der Welt ist, ne? Ne, zumindest nicht in dem Spiel hier. Juri Jäger. Puh. Das ist halt, ja gut, die Prozessoren können wir auf einer Schiene machen. Das ist nicht das Problem. Ja, dann holen wir uns halt alles irgendwie mit Förderbändern bei. Mein Gott, was soll der Geiz? Der hier hat doch eigentlich noch Platz. Und der kriegt doch alles, was ich will. Warum nehmen wir nicht das hier? Ich hab da so eine bekloppte Idee. Warte, lasst mich mal machen. Jetzt kommt hier wieder der Fitzfuchs-Spezial. Ich muss sagen, was?
Ach so, ich muss das eigentlich erst rein, bevor ich es rausmachen kann. Ja, okay. Ach so. Ja gut, das sollte man vielleicht nicht zwingend machen. Wir konnten das so machen und so. Wie nur in echt hier, Rüdiger. Mach keine Witze. Habe ich irgendwas nicht mitbekommen? Also Internet geht noch und Strom geht noch. Da kann es bestimmt nicht sein. So, jetzt muss ich das hier da irgendwie... Ja, aber... Ah, da könnten wir ja noch mal... Da könnten wir ja noch mal so ein... Ich glaube, das ist Quatsch, ne? Das ist zu nah, ne? Ja, ja. Kommen wir nicht rechtzeitig runter. Das reicht ja schon, ich bin ja auch ein Idiot. Das reicht nicht. Es reicht. Ja, ich muss sagen, dieser Slot hier ist dann für... Oh shit, das geht dann nicht. Es muss aber. Es muss. Moment. Ich habe hier nur drei. Ich bräuchte aber vier. Dann brauchen wir wirklich das Große, oder was? Große hat vier. Das wäre ja doof. Das dient nur als Zwischenlager. Ist klar, dass der jetzt erstmal nicht mehr hinterherkommt, ne? Das ist klar. Weil er hier jetzt erstmal ordentlich einladen kann. So, damit hätten wir zwei der wichtigen Ressourcen da, die wir benötigen. Und zwar... Ja, vielleicht können wir das Ding upgraden, ich hoffe. Nicht wirklich. Das wäre ja dämlich. Ich brauche vier Slots. Nur drei.
Hier diese Fabrik. Dann müssten wir uns jetzt noch mal. Wo ist das denn da, ne? Ja. Hier geht eigentlich nichts mehr raus. Hier ist schon. Ah ja. Wir greifen so viel ab, dass der sich jetzt langweilt. Da so einen ganz bekloppten Plan. Wie immer eigentlich. Der eine sollte das locker packen. Wir können ja jetzt gerade voll machen alles, ne? Und wieder mein Satz, don't try this at home, kids. So spielt man das Spiel eigentlich nicht. Wir müssen hoch hinaus. Geht schon nicht. Es geht. Mal gucken, wo ich da hin will. Der bald seine 5000, da wird noch ein bisschen dauern. Ich muss das Ding hier neu bauen, es geht nicht. Du höre Jäger, hau raus, wieso geht die Welt unter? Erzähl. Interessiert mich jetzt. Kriegt die halt nie mehr hier raus alles. Das ist das Problem. Also schon, indem ich einfach sage, indem ich die sage hier nichts Neues liefern. Ja. Okay, dann müssen wir das jetzt bauen. Wir bauen. Ne, wo ist er denn? Da? Da. Den da. Ne, das ist der Orbitalkollektor. From Gas Giants. Ach ja. Corona plus menschliche Dummheit. Ja gut, das ist durchaus legitim, dass da die Welt mit untergeht. Da gebe ich dir leider recht. Motoren wird es hängen, ne? Und an dem hier. Gebe ich dir recht. Was wieder ganz quick and dirty.
So. Moment. Bin schon vorbeigeflogen. Da. Wir bauen. Genau jetzt. Uff. Dann mach mal. Das Ding hat sogar 5 Slots. Wieso hat der nur 4? Ich nicht mehr gebaut habe, oder was? Hier wäre sogar noch Kraftwerke gewesen. Okay, ich mache hier jetzt Storage. So, und hier schneiden wir den Weg mal kurz ab. Dann liefern die erstmal nicht weiter rein. Dann hauen nur raus. Wir müssen das hier jetzt leer kriegen. Dass ich das abreißen kann. Dann brauchen wir von diesen Drohnen wieder 10. Ach, wo sind die da nochmal? Da. Gleich mal 10 Stück in Folge da hinterher. Und diese Logistik-Vessels, da brauchen wir auch 10. Ah, reicht genau für 10 Stück. Sind wir jetzt erstmal beschäftigt. So, jetzt lasse ich das laufen und springe ins WoW und queste. Meine natürlich nicht, ne? Ist ja völliger Quatsch. Ich bin ja jetzt weiter, mache andere Dinge in der Zeit, aber naja, das produziert jetzt halt einen Moment, aber das ist okay. Moment mal, das machen wir bestimmt nicht hier. Die produzieren wir doch von Hand. Weil das Problem ist, ich lasse mir das gerne einlagern hier, solange wir das noch hier schmelzen. Aber ich möchte mir es auch liefern lassen können aus dem All. Das ist die eine Variante. Vom anderen Planeten. Und genauso ist es hier mit den Platten. Können wir eigentlich auch direkt hier liefern lassen. Und hallo Charlie! Schön, dass du reinschaust. Diese Charlie vor allem, nicht irgendeine, es ist diese. Alles gut bei dir. Ich habe gerade schon von Hero Jäger gehört, die Welt geht unter. Was hast du dazu zu sagen? Ist sie noch da? Kann ich morgen noch auf die Arbeit gehen? Alles wichtige Fragen. Und ich kann halt jetzt nicht groß vorplanen, weil es müssen zwei Dinge passieren. Das hier muss leer geschüffelt werden. Das ist, was ja gerade passiert. Und dann möchte ich in zwei, also ich möchte ich nach links die Produktionsstätte. Das können wir ja schon mal planen. Problem ist jetzt halt spiegelverkehrt. Bei dir sei es bestens, das freut mich, ja. Bei mir ist auch alles gut. Tag war heute ganz okay. Nicht besonders stressig, aber auch nicht besonders langweilig. Und konnten uns viel einigen wieder.
ein bisschen was klären und wegwuppen auf der Arbeit. Das ist schön. Und hier nochmal zur Erklärung, ich hole das Bild nochmal rein. Das baue ich jetzt. Problem ist in die andere Richtung. Jetzt muss ich spiegelverkehrt denken. Das kriege ich hin. Aber ja, es ist trotzdem ein klein bisschen. Was ist das hier? Was ist das Grüne? Ah, der spuckt hier was aus und der andere nimmt sich's wieder. Alles klar. Deswegen sind die grün gekennzeichnet, ne? Genau, weil die Chips machen. Die machen die kleinen Chips, dann die machen die blauen. Ach so. Du, es ist ja auch dämlich, was ich mache eigentlich, ne? Irgendwie schon. Ja, ich könnte spiegeln, dann würden die Zahlen vertauscht. Aber nee, ich krieg das gedanklich schon hin. Charlie, danke. Problem ist gerade, ich produziere die hier ja gerade schon, ich Idiot. Die hier. Ne? Also was heißt ich Idiot? Das war ja wichtig. Das heißt, und zwar in die Richtung. So. Und wenn ich in die Richtung baue, dann sind wir doch wieder richtig. Wofür die grünen Felder? Ich blende es nochmal ein, warte. Processor Factory. Die grünen hier. Die grünen machen billige billige Prozessorplatinen. Ja, die machst du ganz am Anfang. Die werden hier draufgelegt. Und der nimmt sie sich wieder. Der hier. Aber ich glaube, ich brauche was dafür, was ich noch gar nicht habe. Im günstigsten Falle bräuchte ich was, was ich noch gar nicht habe. Lass mich kurz überlegen. Und zwar. Nö, den gibt's gar nicht. Oder? Das ist nur Transportwege optimieren. Das ist Research Speed. Und zwar ein. Doch. Es gibt MK1, MK2 brauchen MK3. Dafür eigentlich. Warum tut dein Mundwinkel weh? Hast du heute fast gepennt? In der Schule und deswegen tut dir dein Mundwinkel weh? Das muss ich das verstehen? ja. Dann ist also, ja, gut, ist das Glas hier ist auch scheiße. Wisst ihr, ich könnte es in die Richtung bauen. Dann wird es ja passen. Dann wären ja alle happy. Aber dann habe ich hier mein Zwischenlager, ist wieder für den Arsch. Und das kriege ich so schnell nicht leer. Das wird so schnell nichts. Macht ja nichts. Ich kann ja gedanklich das auch anders bauen. Nur die Frage, die sich mir gerade stellt, warum, wo ist der MK3? Warum habe ich den noch nicht? Wo steckst du? Wo war denn vor allem der MK2? Wenn nicht bei Upgrades. Hier. Unlocks, das ist der 1er. Das ist der 2er. Das ist der 3er. Dann brauchen wir lilanen Würfel. So, jetzt ist die Frage, kann ich 800 lila Würfel per Hand? Ich glaube, du hast noch nicht erzählt, Charlie, ne? Was denn? Ich habe mir letzte Woche irgendwo den Mundwinkel eingerissen. Wie das denn? Okay, ist es jugendfrei? Dann erzähl's. Oh. Ich habe selber keinen Plan. Okay, krass. Mundwinkel eingerissen. Aua, schmerzhaft. Aber ich hätte jetzt gesagt, wenn du halt, was weiß ich, zu hungrig warst. Und das Auge größer als der Magen ist auch falsch, ne? Aber halt dann irgendwie Mautsperre oder so. Einen großen Burger gehabt. Ne? So war es in der Richtung. War jetzt mein Gedanke. Okay, also ja, die lila Würfel. Die Prozessoren kriegen wir hin.
Die kriegen wir auch von der Hand hin. Das dauert halt dann nur ewig. Ne, warte, das können wir gar nicht. Made in Research Facility. Ich muss die in der Research Facility bauen. Ich kann die gar nicht per Hand bauen. Komponenten käme ich vielleicht noch per Hand hin, oder? Oh Mann. Das wäre dann echt quick und dirty, bis wir den 3er Replikator hätten. Aber das wäre super quick and dirty. Ah, nee, das kriegen wir. Das kriegen wir alles nicht per. Ja, wir kriegen. Zucker, dieses Netz. Nee, das kriegen wir auch nicht hin. Cannot make in the replicator. Kriegen die dann Würfel nicht hin. Das heißt, wir können die Prozessorfabrik gar nicht so bauen, wie der sie uns hier vorschlägt. Ein Apfel gegessen. Na gut, aber bei einem Apfel kriegst du ja auch Maulsperre. Ne? Das verstehe ich, dass sowas möglich ist. Ne? Okay, wir tauschen das jetzt auf jeden Fall schon mal aus gleich. Wir machen schon mal gleich hier den dickeren hin, ne? Bist du vielleicht verhext, Charlie? Hast du dich verfluchen lassen? Hast du... Ja? Erst der Mundwinkel, jetzt tut dir die Finger weh. Naja, jetzt ist der Finger... Jetzt hat sich der Finger entzündet. Was läuft da bei dir? okay, also das werden wir gleich austauschen. Dann haben wir die Produktion wieder weiter am Laufen lassen. Und ich hole mir das Bild noch einmal rein. Processor Factory hier. Das ist doch nur MK1 und MK2, da bin ich blind. Guck doch mal. Das ist der blaue. Der hat das nur grün angemalt, dass wir wissen, dass da eine andere Ressource kommt. Aber das ist der gelbe, das ist der blaue. Ah, da bin ich jetzt blöd. Gelb und blau. Ja, hier. Gelb und blau. 1, 2, 3, 4. 4 Stück. Also macht nach Adabrise 8. Wir brauchen 8 gelbe. Da startet wieder einer unserer Raumschiffe. Ich habe hier noch irgendwo einen gelben. Ein. Gut. Dann bleiben noch, wenn es 8 Stück sind, 7, ne? Ist schon spät. Warum? Können wir nicht mehr bauen? Ich weiß warum. Fuck, aber für die brauche ich auch jeweils einen. Nein! Verdammt! Da brauche ich nochmal 8. Okay, das kenne ich auch, Charlie, das kenne ich. Fingernägel achte ich ja mittlerweile, dass das nicht mehr so ganz passiert, sagte er, und hier ist auch wieder ein Hautfetzen. Ja. Ich verstehe dich da. Das heißt, wir brauchen nochmal 8 Stück. Nee, brauchen wir nicht. Kommt, ich hole nochmal das Bild rein. Processor Factory. Wir brauchen 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pack das mal doch rüber. Kann ich es mir jedes Mal nochmal reinziehen, muss ich jetzt mal nochmal neu öffnen. So, wir produzieren also nochmal 6 Stück. Genau, Charlie, danke dir. 6 Stück? Oh. Er macht doch keine Zahnräder per Hand. Sehe ich denn aus?
Die produzieren noch zu schnell nach. Okay, jetzt hat sie es eingependelt, oder? Ja, ja. Ist okay. So. Wir wollten nochmal. Wie haben wir denn jetzt? Jetzt haben wir 8, also brauchen wir noch 5. Ne, Quatsch. Wir brauchen 8 generell, wir brauchen jetzt noch 6. Auf geht's. Jetzt will der mit Platinen bauen. Ich dreh durch. So. Was redet ihr da? Bah. Okay, was haltet ihr von einem Themawechsel? So, kann ich jetzt diese 6 Stück bitte bauen? Danke. Ach ja. Langsam alles leer? Oh ja, fast. Aber wir haben hier Puffer. Ein klein bisschen Puffer habe ich gebaut. Ach ja, schön. Du, ich kann dir leider keinen machen, Charlie. Ich habe hier keinen Spieß da. Wie isst du denn den Döner? Ganz wichtige Frage. Standardsatz, es ist ja immer, wenn man hingeht, Döner und dann mit allem. Und dann ist immer für mich so die Frage, mit allem? Was ist mit allem? Allem, was er da hat, ist mir schon klar, ne? Aber das, haben die alle das Gleiche? Mit allem? Ist das so genormt im Döner-Jargon? Ich vermute ja. So, wir können hier schon mal wieder ausspucken. Reicht das überhaupt oder nimmt es jetzt ab? Es füllt sich noch, oder? Ah, es geht. Egal. Dann haben wir halt ein Defizit. Mein Gott, YOLO. Ups. Oh, echt, das geht auch? Oh ja, stimmt. Egal. Nee, du sollst... Nein, das geht nicht, ne? Weil es zu schnell hochgeht. Kann ich das nicht anzapfen. Nee, macht er nicht. Nein! Shit. Oh, das war dumm. Mein Gedanke war so gut. Vegetarisch mit allem. Das Fleisch mag ich nicht so. Alles impliziert Schafskäse, Zwiebeln, alle Soßen etc. Gibt es ja auch noch Gurke oder so? Tomate? Ein Kollege, der sagt immer... Oh ja. Jetzt habt ihr mich. Ich glaub, noch eins näher geht nicht, ne? Da komme ich nicht mehr hoch. Oder? Nee. Ist alles wie immer in dem Spiel hier, wenn es nicht eng gebaut ist, dann war es nicht ich. Dann kommt es nicht vom Fitz. Ja? Ist klar. So, meine Frage ist, kann ich das hier jetzt hier so anzapfen? Auch wenn das hier jetzt noch hier drum ist. Ja. Das ist wichtig. Ja, warte mal hier. Hier so rum und dann geht er jetzt hier eins höher. Genau. So können wir es erstmal lassen für den Moment.
Aber du bist kein Vegetarier, magst den Döner aber nur vegetarisch, okay? Gibt es ganz berühmter Satz vom Heinz Becker: Wir sind auch Vegetarier, wir essen als nur ein bisschen Fleisch dazu. Der kaputte Vogel. Letztens habe ich erst erzählt, dass ich mal in so einem Diner so ein richtig geiles Steak gegessen habe. 300 noch was Gramm oder so. Mit Curly Fries und so einer Pfeffersoße. Oh, da hätte ich Bock drauf. Aber allein das Fleisch, also allein, ich will nicht sagen, da wirst du arm, aber da wirst du arm. So, merkt euch die Position hier. Merkt sie euch. Das Ding bauen wir gleich genauso auf. In besserer Variante. Kann ich es upgraden? Nee, das haben sie nicht einprogrammiert. Schade. Also ich muss das Ding jetzt abreißen. Es ist auch leer, ne? Ja, die Dinger sind noch drin. Aber die können wir auch rausholen. Die hätten wir aber eh gekriegt, wenn ich es abgerissen hätte. Sagt er und sucht sie. Wartet mal, wo sind sie denn? Wo bist du, mein Sonnenlicht? Wo sind die? Hallo? Wo seid ihr hin? Bin ich blind? Ah, da, 20. So. Och, Jorge, jetzt wird's aber eklig hier. Ich bitte dich. Zügel dich. Bitte. Weg damit. Jetzt bauen wir das Ganze in der Weltraumvariante neu auf. Er ist ein klein bisschen größer, aber nicht viel. Da steht's. Du kriegst volle. Oh, wir können sogar 20 reinhauen. Ich würde sagen, 10 Stück reichen. Ach, wunderbar, oder? Ein Traum. Es ist ein Traum. So, du kriegst als zweite Ressource, kriegst du bitte... Das hier. Jetzt muss ich nochmal gucken, wie da die Einstellungen richtig waren. Das lässt sich jetzt nicht mehr dran bauen, oder was? Ach, come on. Och. So ein wunderschöner Knick hier. Ich weiß gar nicht. Nee, ich muss das jetzt wieder. Ich muss dieses. Aber jetzt geht's, oder? So, und hier spucken wir es jetzt wieder aus, ne? Haben wir gesagt. Genau. Jetzt können die auch erstmal weiterarbeiten. So, und zwar ist das hier Local Supply, Remote Supply. Das heißt, die würden es wegschicken. Das möchte ich nicht. So. Genau. Local Supply. Remote Demand. Da haben wir es doch. So. Der Witz ist jetzt übrigens. Ah, Moment. Nee, das ist geil gelöst. Ich kann jetzt sagen High Purity Silicon und mach. Local Demand. Jetzt holen die das von drüben ab. Und wenn ich jetzt hier sage Remote Supply,
Remote on Demand, dann holen die, glaube ich, auch noch was vom anderen Planeten. Jo, ab geht's! Geiler Scheiß. Auf geht's. So, theoretisch gesehen könnte ich mir das aber auch, ich könnte auch Remote on Demand machen, dann holen sie uns auch direkt vom anderen Planeten. Ich glaube, das machen wir auch. Wie sieht übrigens mit dem Strom aus? Das String frisst doch bestimmt wieder Strom ohne Ende. Oh ja. Ich gehe ins Bett. Alles klar, Hero-Jäger. Schön, dass du dabei warst. Schlaf gut und bis zum nächsten Mal. Und ja, Charlie, Steak ist ein gutes Steak. Da bin ich bei dir. Da bin ich bei dir. Ich freue mich auch wieder, wenn man wieder essen gehen kann. Ja. Dann packe ich wieder meinen Homie ein und dann geht's ab. Dann wird wieder ordentlich gefuttert. Wenn ich jetzt Remote Demand ausmache. Er ist halt gerade in Transit. Zack, jetzt ist halt nichts mehr in Transit, aber ich hoffe, die haben das jetzt nicht weggeschmissen. Ich glaube, die sind einfach hier gespawnt. Das ist halt die Frage. Aber die holen jetzt noch ab, oder? Die holen jetzt schon noch ab. Ja, Local Supply. Genau. Dann wird das unser für Titanium nur. Dann holen die nur noch Titanium. Hier geht's ab. Jetzt habe ich dir den Mund wässrig gemacht, Charlie, ne? Ich würde ja sagen, es tut mir leid, aber tut's mir nicht. So, wichtig ist, dass hier alle Ressourcen ankommen, die wir brauchen. Welche Ressourcen nicht reichen werden, sind die. Das weiß ich jetzt schon. Ach, verdammt. Wollen wir die uns noch auf einem anderen Planeten holen? Das ist echt die Frage. Was haben wir denn noch hier? Also der hat nix. Das ist so ein Gasplanet. Der Sonne können wir auch nichts abbauen, da verbrennen wir. Der hier hat noch 2 Millionen. Ne, hat er nicht. Der hat nur 400.000. Ihr habt nichts zu essen im Haus, das kann nicht sein. Ihr müsst doch irgendwas zu essen im Haus haben. Und wenn es, Salzstangen sind. Irgendwas hat man doch immer. Da wären 1,6 Millionen. Natürlich sind Salzstangen kein Steak. Ich habe auch kein Steak da gerade. Aber ich glaube, ich werde mir eins kaufen. Morgen. Oder so. Nichts, was du essen willst. Du willst ein Steak oder du willst einen Döner? Ne? Das hatten wir ja gerade schon. Ah, ich glaube, wir müssen ja nochmal hinfliegen hier. Wir müssen ja nochmal hinfliegen. Aber was mich gerade mal interessiert ist, lasst mich überlegen. Gut, die sind eigentlich unnötig dann. Ne? Die sind ein bisschen unnötig jetzt, dass wir die auf den Planeten hin und her schicken. Und zwar, wenn wir noch Vessels bauen, ob wir mehr als 10 Vessels reinklatschen können. Okay, was brauchen wir hierfür? Okay. Ich will nichts essen und bestellen ist in meinem Kaff unter 20 Euro nicht möglich. Oh! Ah, ja. Ich fühle mit dir!
Ja, wenn man beim Kollegen auf dem Dorf ist, als es, ne, sagen wir mal, vor Corona war das natürlich früher. Und dann ist irgendwie so nach 11 und man hat noch Bock, was zu bestellen. Mittlerweile ist es wahrscheinlich ausgeprägter, weil, oder besser verfügbar, weil aufgrund der Pandemie, dass die Leute da besser aufgestellt sind. Ja. Aber. Und dann hat. So, im Moment. Ich will mir zu viel selbst bauen. Und dann kam man auf die glorreiche Idee, oh, jetzt noch eine Pizza. Jetzt noch was bestellen. Und das ging dann nicht. Aber ich sag mal, unter 20 Euro. Du hast doch Hunger, Charlie, oder? Dann gönn dir doch mal was. Gönn dir doch mal was. Er wird halt ein bisschen mehr. Dann noch ein paar Cheese Nuggets dazu. Ja, und ein paar Curly Fries extra. Und dann vielleicht noch ein schönes Getränk. Sind 20 Euro schnell weg. Und nein, ich kriege keine Prozente von deinem lokalen Lieferdienst. Ach, das ist ja geil. Die sind jetzt rot. Die sind in der Farbe, was sie bringen. Das ist ja geil. Ich habe noch meine Eltern hier, die bringen mich um. Ja, vielleicht wollen die auch noch was, die Eltern. Frag sie doch mal. Wie war der Spruch? Neulich ist das WLAN ausgefallen. Ich habe die Leute in meiner Wohnung sind eigentlich ganz nett. Du hast letztens schon viel bestellt. Ich will dich jetzt zu nichts anheizen. Ja, also zu nichts überreden. Mach, was du möchtest, um Himmels Willen. Ne? Das ist alles nur Spaß. Ich habe hier eh nichts davon. Ich krieg nichts ab. Und ich krieg also weder Gewinn noch Essen. Also egal wie. Ich kriege hier sowieso leer aus. Okay, ich habe mal geguckt, wie das passt. Kann ich jetzt noch. Wollte mir doch gerade noch. Der wollte gleich noch irgendwas bauen, wo ich mir denke, das baust du mir garantiert nicht. Warte mal. Nehmen wir was hiervon mit. Komm, nehmen wir mal 200 davon noch mit. Ja, komm, wir haben es. Ich sagte 200, keine 6. Wir sortieren noch mal ein bisschen um. Ah, alles gut. So, was können wir noch gebrauchen hier? Ich weiß es schon. Fast, oder? Ne, doch hier. Nehmen wir auch noch ein bisschen was mit, weil wir haben es doch. Haben es doch. Können wir jetzt ein paar bauen? Aber warum nur 10? Ach so. Gut, diese CPU muss er bauen. Aber die Motoren 10 Stück bauen. Ich habe doch gerade ganz viele von denen gemobst. Braucht ihr denn? Wenn du mal in Hamburg bist, sag Bescheid, wir essen ein Steak. Hamburg, weißt du, wie weit weg Hamburg von mir ist? Aber eigentlich hätte ich mal echt Bock auf Hamburg. Ich war, glaube ich, noch nie in Hamburg. Ich war mal in Bremen, als ich klein war mit meinen Eltern. Da kann ich mich an die überdachte Innenstadt erinnern. Ansonsten war ich, glaube ich, echt noch nie in Hamburg. Was? Nö, keine Ahnung. Ali, ne? Oh Moment, ich muss die Produktion hier abstellen. Ich will nicht, dass er mir die Motoren baut. Ja, sehr gut. Ach so, du weißt nicht, wo du lebst. Ja, ich komme aus der Pfalz. Ja, also Rheinland-Pfalz. Sonst hätte ich ja nicht drin, dass man für Punkte Pfälzisch redet. Dass ich für Punkte 10 Minuten Pfälzisch rede. Aber mehr will ich aus Sicherheitsgründen nicht verraten. Das ist nicht, weil ich euch nicht mag, sondern weil ich einfach nicht will, dass mir irgendjemand 10 Pizzen nach Hause bestellt und sich besonders witzig findet. So, ist der da drüben jetzt leer mit seiner Ressource? Immer noch nicht. Fast.
Von daher, Hamburg ist ein gutes Stück weg, aber ich will auf jeden Fall mal hin. Ja, ich habe einige Ziele. Ich meine, klar, jeder, der jetzt sehr viel zu Hause gesessen hat, wie wir alle fast, hat jede Menge neue Reiseziele. Wo sich denkt, verdammt, ich habe jetzt so lange daheim gesessen, jetzt kann ich auch mal wieder, na, jetzt erst recht. Und so geht es mir natürlich auch ein bisschen. Ganz klar. Das Lager voll oder was? Ich Idiot. Ich bin ja ein Idiot. Ich muss auch sagen, was er ausspucken soll. Du bist ja nie was. Du bist gerne zu Hause. Ich sag ja nicht, dass ich nicht auch mal gerne zu Hause bin, aber naja. Aktuell waren wir alle sehr viel so zu Hause. Ne? Das meine ich. Und er holt jetzt gar nichts mehr, weil er ist eh voll. Auch nichts in Transit holen. Okay. Gut, also wir sind zumindest mal, was zwei Ressourcen angeht, ganz gut gewappnet. Ja. Wir stellen hier gleich auf Remote um. Ist schon einer losgedüst? Auf dem anderen Planeten wahrscheinlich kommt einer. Naja, auf dem anderen Planeten fliegen sie los. Online-Unterricht ist Fremdscham. Wir haben mal Zubi, der hat auch Online-Unterricht. Das ist auch so ein bisschen, ja, abenteuerlich. Was, wir kriegen das teilweise mit, weil er auch ab und zu im Betrieb ist. Und Clear and Reset. Ah, da. Und dann auch nur sagt, um Himmels Willen, ne? Mal, also ich glaube, mittlerweile haben sich die Lehrer ein bisschen besser daran gewöhnt, aber es ist immer noch ziemlich chaotisch, denke ich. Oh, hier wird es langsam ein bisschen eng, ne? Na, oh, ein bisschen Geld machen. Habe ich jetzt was eingepackt eigentlich? Wahrscheinlich nicht, ne? Du bist fast eingepennt, hast du gesagt. Ja, ich glaube, das ist, glaube ich, öfters so. Ja, dass die Leute nebendran Netflix gucken, was zocken. Echt? Ja, aber da steht doch, wenn ihr Internetprobleme habt, schreibt eine E-Mail. Das ist doch schon mal der erste Gag, ja? Das ist wie bei mir auf der Arbeit. Wenn einer sagt, oh, die haben gerade Internetprobleme. Ja, schreibt mir eine E-Mail, dass wir dran sind. Dann bleibe ich kurz stehen, gucke ihn an. Ach so, ja, doofe Idee, ich rufe an. Gut, also ich sag mal, einen Laptop von der Schule bekommen, da sagt man vielleicht nicht nein, wenn man keinen hat, ne? Zum Arbeiten. Das ist, glaube ich, grundsätzlich nicht verkehrt, aber... Problem ist, auf einem anderen Planeten... Was ist denn das hier? Consumables, activate the warp. Ja, geil. Wir haben nur keine Möglichkeit, Warp zu bauen gerade. Oder? Och. Nein, haben wir nicht. Schade. Noch nicht. Ja, genau. Das ist dann. Ich hatte mal ganz alten Arbeitskollegen. Da hat er gemeint, oh, mein PC ist so langsam. Ich kaufe mal eine größere Festplatte. Ich habe auch gesagt, ja du, wenn du in deinem Auto ein neues Autoradio einbaust, fährt es auch nicht schneller. Besonders weil auf seiner Festplatte halt noch viel frei war. Muss man auch dazu sagen. Klar, wenn der Rechner zugemüllt ist und nicht mehr auslagern kann, ist er auch ein bisschen langsamer, aber. Na. Wenn man halt keine Ahnung hat und Laie ist, dann kommen so Sprüche bei rum.
Okay, wir brauchen für den anderen Planeten, was brauchen wir? Nerven brauchen wir. Schmelzer brauchen wir. Wir brauchen Schmelzer. Weiß nicht, 10 Stück oder so. Ich werde keine Platinen bauen. Das wird nicht passieren. So, dann fliegen wir gleich schon mal auf den anderen Planeten. Haben wir noch ein paar Solarpanel? Letztes Mal, wo ich gezockt habe, war, glaube ich, der große Solarpanel-Tag. Mein PC ist mal gecrashed, weil die Festplatte voll war. Eine Woche nicht zocken. Genau, was zockst du denn, Charlie? Erzähl mal. Was zockst du aktuell? Bei mir ist auch so. Abgesehen jetzt von meinem Hobby hier mit Streamen, aber wenn man nicht zocken kann, dann ne? Dann, das geht ja nicht. Das geht nicht. Das geht nicht. Habe ich schon gesagt, dass es nicht geht? Das geht nicht. Komm, verbrennen wir den Scheiß noch. Brauchen wir drüben noch eine Start- und Landeplattform? Nee, brauchen wir eigentlich nicht. Brauchen wir wirklich nicht. Wir brauchen... Ich will wissen, was wir unten noch drin haben in unserem... Moment. Da. Komm mal her. Also, dich nehmen wir mit. Power Station. Wir machen also Solarpanel aber noch ein paar. Könnten wir noch bauen. LOL, also League of Legends. Bloons? Was ist denn Bloons? Ab und zu Minecraft. Okay. Das ist doch nicht verkehrt. Ich hab sehr viel Bock auf ein Spiel, was erst nächstes Jahr rauskommt. Coral Island. Coral Island ist so Stardew Valley in wunderschöner Grafik. So Art Stardew Valley in wunderschöner Grafik. Wird jetzt aber erst entwickelt, beziehungsweise die haben erst gecrowdfunded. Und der Trailer sieht sehr, sehr schön aus. So, lasst mich kurz nachdenken. Wir müssen noch ein paar von unseren Kollegen hier bauen, die das hier abbauen. Machen wir mal 6 Stück. Von den Verteilerkästen hier auch nochmal 3-4 Stück. Strom. Jo, komm, wir haben es doch. Habe ich gar nichts mehr. Oder da habe ich noch ein paar. So. Die hier brauchen wir noch jede Menge. Haben wir noch ein paar Bänder? Ein paar, aber wer weiß, ob die reichen. Wenn ich wieder einen halben Planeten baue. Die GPU sagt auch schon eher nee. Was hast du denn für eine CPU und was hast du denn für eine GPU? Ich glaube, wir bauen noch ein paar Schmelzer. Hm? Ich sehe es jetzt nicht, wenn ich irgendwas brauche, aber... Ich sehe schon, was wir brauchen. Da drüben. So. Jetzt ein Stück stimmt, ich wollte die anderen ja noch bauen. Die hier, Tatsache. Wie viel denn? 6 Stück haben wir gesagt, ne? Ja. So, das ist ein Intel Core i5 und eine Nvidia 1660. Ja, die ist doch ganz okay. Die 1600er. Ich meine, klar, besser geht immer, aber... Ich habe eine 3080 bestellt. Die kommt auch nicht mehr dieses Jahr. Ich habe es schon aufgegeben. Ich habe die letztes Jahr bestellt, im Herbst. Und jetzt kriege ich mittlerweile wöchentlich Mails, dass es sich um eine Woche nach hinten verschiebt. Also von daher. Eigentlich müssten wir es auf dem Planeten schmelzen, weil hier haben wir noch sau viel. Ne?
Aber ich würde es trotzdem gerne von einem anderen Planeten importieren. Ein bisschen on demand, das ist sehr schön. Drüben sind voll, ne? Ja, deswegen produzieren die gerade nichts mehr. Und das wird sich ändern. Wenn wir den nächsten Produktionsstrang anschmeißen. So ist es ja geplant, ne? Ich starte ein Spiel und dein PC freest. Oh. Ja, okay. Dann kann man aufrüsten, aber ich verstehe, dass man als Schüler es da nicht einfach hat. Ne? Verstehe ich schon. Den haben wir jetzt zu viel. Den können wir mal aufheben. Den können wir bestimmt gut gebrauchen auf der anderen Plattform. Ja, hätte ich schon eine Idee, aber die fressen so viel Strom. Sparen sie die Förderbänder, aber fressen dann keinen Strom. Wie viel habe ich denn von denen hier jetzt? 22, das reicht von hinten nicht. Call of Duty. Lang kein Call of Duty mehr gespielt. Ja, ich habe sogar mal Warzone kurz gestreamt, aber Ton liegt doch kurz. Das hat so voller Cheater am PC. Was bei Free-to-Play-Spielen ja immer super easy ist. Brauchen noch Lager? 10 Stück. Dann machen wir mal noch ein paar Lager. Dass sich auch gleich lohnt, wenn wir rüberfliegen, ne? Bei mir ist halt bei Call of Duty, ich meine, ich gönn's jedem, der Spaß dran hat. Mir ist bei Call of Duty halt, es ist zu wenig Neuerung. Alle Jahre wieder, jedes Jahr ein neuer Teil. Auch wenn er von anderen Entwicklerstudios gemacht wird und die Fans, die sich jeden Teil holen, auch immer sich freuen auf jeden Teil, aber ich sag halt, jo. Ich hätte halt gern mehr Innovation, aber es ist bei Battlefield genauso. Wobei, jetzt ist ja lange Zeit Pause gewesen, was Battlefield angeht. Ich bin mal gespannt, was das neue Battlefield dann macht. Das soll ja angeblich dieses Jahr schon kommen. Aber es ist noch nichts wirklich gesagt worden, nur ein bisschen was rumort worden, ein bisschen was geleakt worden, ob das stimmt oder nicht, wer weiß. So, Schmelzer brauchen wir noch. Auch nochmal 10 Stück oder so. So. Kann man noch von denen welche bauen? Ja. Machen nochmal 10 Stück von denen. Vessels haben wir noch dabei. Die können wir drüben ablagern zur Not. Wir müssen auf den Planeten ganz weit, ne? Ganz weit weg müssen wir. Dass wir auch zurückkommen. Das stimmt, ja. FIFA ist meist noch weniger Abwechslung. Das stimmt. Lange habe ich kein FIFA mehr gespielt. Mario Fußball und Scheiß. Super Mario Strikers Charged für die Wii. Ist das letzte Super Mario Strikers, was es gab. Und ich liebe dieses Spiel, weil es ist so lustig. Es ist so ein Chaotenfußball. Es ist Fußball mit Mario Kart gemischt. So könnte man es beschreiben. Und es war natürlich, es hatte ein paar Macken, es hatte ein paar Bugs, es hatte ein paar Exploits. Die haben sie nie rausgepatcht. Und es ist, man kann es nicht mehr online spielen. Der Wii Online Support ist dafür eingestellt worden. Aber ich hab's immer noch. Ja, weil das Spiel so schön ist. Und was macht Nintendo?
Nintendo tut mir weh. Nintendo tut mir in der Seele weh. Was bringen sie raus? Ein Mario Tennis. Ist okay. Was haben sie jetzt vorgestellt, was bald rauskommt? Ein Mario Golf. Haben sie noch Sex oder spielen sie schon Golf? Sagte er und spielt Golf im Stream, ja? Haben wir auch schon gemacht. So. Und? Wo ist mein Fußball? Wo ist mein Mario Fußball? Wo ist ein neuer Teil? Wo? Ich kaufe ihn. Sofort. Gib den mir. Nichts. Einfach nichts. Von mir aus macht er auch ein HD Remaster draus. Habe ich kein Problem mit. Macht die ein, zwei Exploits raus, weil man konnte sich mit diesem Geist, konnte man sich kurz unsichtbar machen mit dem Ball, da kommt man durch den Torwart durch. Wenn man das direkt getimt hat, war man dem eigentlich immer ein Tor. Also ich habe lange kein Golf mehr gespielt, Charlie. Sagen wir es mal so. Aber als Single in der Pandemie ist es auch nicht einfach. Ich habe früher oft Minigolf gespielt mit meiner ersten Freundin, weil die immer was unternehmen wollte. Und dann, was machen wir heute? Ausschlafen? Was zocken? Film gucken? Nee, rausgehen. Wie? Rausgehen. Und ja, natürlich gehe ich auch gerne mal raus, aber irgendwann hast du alles gemacht. Pitpat, Minigolf, Schwimmen. Wenn das Wetter nicht so toll ist, dann halt Minigolf. Ich halte immer noch hier in der Umgebung auf 5 Minigolfplätzen den Platzrekord. Ist also auch so ein Nachtschattengewächs wie ich, ja. Charlie. Ist das so? So, ich glaube, wir können auf den anderen Planeten fliegen, oder? Ich würde sagen, das machen wir. Wir haben alles dabei. Sogar noch ein bisschen mehr, als das wir eigentlich brauchen. Wir haben mittlerweile auch ein großes Inventar. Wenn man von vorne anfängt, dann ist das Inventar um einiges kleiner. Ja? Jetzt können wir schon einiges mitschleppen. Ich tue nochmal Dinge verbrennen, die wir sonst nur... Wasser geht nicht, ne? Ja, Wasser ist aber unendlich. Das können wir wegschmeißen. Moment. Tschüss. Das können wir noch verbrennen. Machen wir noch ein bisschen Sprit rein. Zack. Als Bettbewohner. Ha. Es gibt ein Lied von einem Künstler, den ich sehr mag. Olli Schulz. Und das Lied spiele ich auch auf der Gitarre. Und singe dazu. Also ich cover das quasi. Die 1 ist es doch, glaube ich, oder? Ist es die 1? Sieht heißt Bettmensch. Ich auch als Bettmensch sehe. Das ist der falsche Planet. Wir müssen zu 4. Fliegen also mal komplett in die falsche Richtung. Ist doch schon mal schön. So, der hat's doch, oder? Wir haben gut geskillt. Wir können mittlerweile 2000 Sales Speed aufbauen. Das ist geil. Ja, ich kenne das auch, Charlie. Ich kann auch lang und ewig pennen, aber boah, dann stehst du nicht mehr auf, ey. Dann bist du so ein nasser Sack im Bett. So, wir suchen keine Stein. Oh, Stein. Fuck, wir müssen hier später Stein holen. Silicon auf jeden Fall müssen wir auch noch abbauen. Oh, ich habe keine Energie mehr. Ist gut, ich habe alles verbraten. Wie viel Stein hat denn dieser Planet, bitte? Ui, 31 Millionen! Alter Falter! Dafür keine Kohle und keine Atmosphäre. Aber 31 Millionen Steine, also Tonnen wahrscheinlich. Ja. Alter Falter.
Das ist beruhigend, oder? So ein bisschen wie die schönsten Eisenbahnstrecken Deutschlands. So kann man sich das hier auch angucken. Sehr schön. So, wir brauchen eine weitere Ressource, die wir gerne anbauen müssen. Hier ist auch ein bisschen Kupfer, aber das ist... Naja, das lassen wir mal. Titanium gibt es hier noch. Ein bisschen. Auch noch 1 Million. Das ist ganz gut zu wissen. Oh, guck mal hier. Das haben wir hier auch. Fire Ice. Nett. Gibt es ein Lied von... Bela B. Der Bettmagnet. Ja. Da geht's um den Fernseher. Schon ist er wieder an, der verdammte Bettmagnet. Ja? Und da geht's darum, dass er und seine Freundin nicht mehr aufstehen können. Wer hat uns heraus? Wer hat unser Schrein? Und aus eigener Kraft können wir uns nicht befreien. Okay, wir zapfen die hier an. Das ist aber echt wenig, ne? Also ich hätte es mir gebündelter gewünscht. Muss man so ehrlich sagen. Besser geht's nicht. Sparst jetzt auf 350k Punkte. Für was? Ist es die Autogrammkarte? Ich muss die echt höher machen. Ich hab sie noch nicht. Es war einfach so, okay, ich brauch was mit absurd hohen Punkten. Also, okay, du machst eine Autogrammkarte. Wer mich auf der Gamescom trifft und mir Hallo sagt, wenn die Gamescom natürlich stattfinden darf, ne, ist klar. Dieses Jahr wird es auch schwierig. Ich würde auch gerne hingehen, mein Hotel ist schon gebucht, aber ich denke, es ist nicht realistisch, von einer Gamescom in diesem Jahr auszugehen, zumindest in gewohnter Form. Und wer mich da sieht, da habe ich diese Visitenkarten habe ich von mir. Da habe ich die alten in Lila, damals noch Twitch-Lila. Mittlerweile habe ich ja schon länger dieses Graphit-Schwarz, was man auch sieht bei mir beim Outro zum Beispiel. Oder auch in den Hintergründen. Und da habe ich dann, wer will, kann auch noch die alte Visitenkarte haben. Ich habe so meistens beide dabei. Ich habe so viele gedruckt. Die kriegst du, glaube ich, nur im 200er-Pack. Habe ich... Auch das Facebook-Logo drauf. Facebook nutze ich ja so gar nicht mehr, beziehungsweise will ich gar nicht mehr groß supporten, weil Facebook halt, ne? Und da schreibst du auch dein Shirt. Solange es nur das Shirt ist, da muss ich an die Groupies denken bei den Rockkonzerten, wo man dann noch das Dekolleté unterschreiben muss. Das würde ich nicht tun. Nein. 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 Da bin ich zu fromm. So. Also T-Shirt, ja. Wenn du einen Stift dabei hast. Es gibt so T-Shirt-Marker, glaube ich, ne? Ich glaube, es gibt so T-Shirt-Stifte. Ich habe mir mal einen bestellt. Habe ich den nicht noch? Warte mal. Moment. Ja, Tatsache. Ich halte die Marke zu. Fokus. T-Shirt-Marker. Weil ich mir mal ein T-Shirt gekauft habe. Wie war das denn? War das beim Limp Bizkit-Konzert? Ich weiß es gar nicht mehr genau. Also ich weiß, dass ich... Ich glaube, es war das Limp Bizkit-Konzert. Und da war, glaube ich... Also, die hatten kein Merch auf dem Konzert, wo ich war. Und mein T-Shirt, was ich anhatte, war klatschnass.
Man kann nicht sagen, es war feucht oder klamm, es war klatschnass geschwitzt. Und da war genau mein Problem. Also hier ist übrigens gerade sehr dunkel, das ist auch ein Problem. Aber da war genau mein Problem, es war klatschnass geschwitzt und ich brauchte dringend ein T-Shirt. Ich wollte mir beim Merchstand eins kaufen, weil ich auch Limp Bizkit mag. Ich hätte wirklich gerne die Band unterstützt, aber sie hatten keine. Sie hatten einfach kein Merch dabei, bei diesem Konzert, wo ich war. Also bin ich dann raus, wirklich klatschnass geschwitzt. Und dann waren da so, sagen wir mal, semi-legale Händler, die Shirts verkaufen, die wahrscheinlich nicht wirklich rechtens sind. Und da hat dann, sobald ich weiß, glaube ich, ein Buchstabe nicht gepasst oder was. Und dann musste ich das mit Schwarz irgendwie ausgleichen. Und daher kommt dieser Marker. So, ich habe das Shirt aber, glaube ich, schon gar nicht mehr. Ich war aber froh, dass ich ein trockenes T-Shirt hatte. Das war so der Hauptgrund. Aber wie gesagt, ich wollte nicht der Band schaden oder was. Oder ich wollte irgendwie semi-legal unterwegs sein. Ich wollte einfach nur ein T-Shirt. Ah, ich gucke gerade, wie ich am besten Strom hinkriege. Und wo bleibt denn die Sonne, wenn man sie braucht? Meine Güte, ich sehe nichts. Okay, also wir werden auch das hier anzapfen. Also es gibt Dunkel und es gibt dieser Planet hier, oder? Da. Oh, das können wir fast. Warte mal, ich muss mal hier ein bisschen. Ja, wenn ich weggehe, sehe ich wieder nichts. Das ist auch kacke. Oder macht das hell? Nee, es macht ein bisschen. Ja, komm. Ja, dann klemmen wir hier drüben irgendwie dran und dann sind wir auch alle happy. War das so? Aber es wollte zumindest noch keiner mit mir ein Foto machen auf der Gamescom. Aber ich bin auch kleiner Hobbystreamer. Ich hab das gar nicht erwartet. Ich würde das doch nie erwarten. Ich sag's mal so. Oh, reicht das? Ah, hier rein. Perfekt. Ist klar. Ah, die Sonne kommt, oder? Nein, nicht wirklich. Wenn man so guckt, dann hat man nur das Gitternetz und dann wird es automatisch ein bisschen heller. So, wo ist denn das zweite? Ist es irgendwo hier drüben, ne? Nee. Orientierungslos durch die Nacht. Du hast ein türkisenes Shirt und alle, die ich treffe, müssen unterschreiben. Okay. Wenn man darauf dann noch alles gut sieht und lesen kann, dann ja, wieso nicht? Okay, also ich muss mir den Strom hier irgendwie zapfen, wartet mal. Ein innerer Monk weint. Er weint. Das reicht nicht. Ich weiß noch nicht, wo wir da schmelzen werden. Ich weiß nur, wir müssen irgendwie in diese Richtung. Oder? Ach, wie ich genau die Linie getroffen habe, oder? Wie ich genau die... Ah, ist perfekt. Ich habe ein Death Note drüben im Schrank stehen. Ist immer lustig, wenn jemand zu Besuch kommt und es nicht kennt. Und ich dann sage, wenn du mich ärgerst, schreibe ich deinen Namen in das Buch rein. Oh, mach doch. So. Komm schon. Ach komm. Das reicht jetzt wirklich wegen einem Pixel nicht? Doch. Die Ursache. Das ist eine gute Frage. Das entscheide ich dann individuell pro Person. So, die fangen jetzt natürlich an zu arbeiten. Die haben noch keine Förderbänder. Sieht's mit dem Strom aus? Reicht das noch? Ach.
Genug! Ich habe genug gebaut in weiser Voraussicht. Ich hätte noch Solarpanel dabei. So, du kommst jetzt mal hier hoch. Dann kommen wir gehen eins rüber. Treffen uns hier. Die Krümmung beachten. Das ist eine gute Frage. So bin ich in dem Death Note Jargon jetzt nicht drin, wie man das am besten reinschreibt. Wird er vom Zug überrollt. Ah, der Orden fehlt noch, ne? Ich glaube, ich habe es zu weit auseinandergebaut. Machen wir es mal so. Energie? Alles weg schon wieder? Wir müssen noch zurückkommen können. Wenn nicht, fliege ich nochmal hin und nochmal zurück, mein Gott. Mittlerweile sind wir ja so schnell, dass es nicht mehr so lange dauert. Überlegt, wie lange das zu Anfang gedauert hat. So, du machst Folgendes. Du schmelzt. Du schmelzt uns Iron. Und zwar, gute Frage. Aber mindestens 6 Stück. Mehr, wir haben Platz. Wir haben wirklich Platz. Das ist eine gute Frage.
So. Dass der mir ordentlich vollhauen kann. Da habe ich ein Stück Förderband vergessen, oder? Strom. Schade, reicht nicht so ganz. Ja, mein Gott, dann machen wir das so. Ah, kann man sich eher von hier oben holen, ne? Ah ja, klar. Im Strom habe ich aber auch gerade beschissen gelegt irgendwie. Das ist echt beschissen gelöst. Das meinte ich mit viel zu weit auseinandergebaut. Ja. Gähnen ist Horror. Wie kommst du denn jetzt darauf, Charlie? Suboptimal, was ich hier verzapft habe. Suboptimal. Ach so, ja, das ist normal beim Gehen. Ich guck gerade mal, ob ich so einen Strom hier erreicht. Ja, eigentlich so, ne? Wir den so bauen.
Ja, wenn du halt den Mundwinkel dir verletzt hast, ist klar, das verstehe ich. Das verstehe ich. Sagten die Uhr. Ah, so eine halbe Stunde mache ich noch. Morgen wieder arbeiten. Ich wollte es nicht übertreiben heute, aber ein bisschen geht noch. So, du kriegst auch schon mal hier die Ressource rein. Und spuckst du hier raus. Dir fehlt es ja noch, das weiß ich. Darf ich da noch eine hinsetzen, genau hier? Nee, zu nah. Ich kann es aber auch hier hinsetzen, ist egal. Wie dauert denn sowas, bis sowas verheilt ist mit so einem Mundwinkel? Hatte sowas noch nie. Bin noch nicht scharf drauf, was zu kriegen. Wo sind wir denn hier? Da sind wir auf der gleichen Höhe, ne? Eigentlich rechts hinbauen müssen, ich Idiot. Das ist übrigens Trick 17. Mehrere Wochen. Angenehm ist anders. Ja. Aber du schaffst das. Es geht vorbei. Hoch, hoch und hinaus. Gleich mal unten wieder alles voll. Nein, da reicht der Strom nicht, oder? Wünscht mir Glück. Oh, es reicht. Jetzt ist die Frage, reicht das hier? Aber ich glaube, es reicht, ja. Ich glaube, noch ein mehr könnte ich, glaube ich, nicht befeuern mit. Ich könnte es, wobei, andererseits. Wir versuchen es. Aber noch reicht's, ne? Noch stockt's als, also. Solang's noch stockt, ne? Müssen wir nochmal einen Strom dazu bauen, aber dann ist das so.
glaube so, ne? Solange es noch alles läuft, Erz noch genug kommt. Machen wir die weiter. So, hier auf dem Planeten haben wir ja Platz. Ja. Bewusst so gewählt. Jetzt wird es schon wieder dunkel. Ich hätte gerne, dass es ab hier voll ist. Wisst ihr, dass es hier nicht mehr hin kann. Ah, ich glaube, da geht echt noch einer mehr, ne? Solange es immer noch stockt, haben wir noch Ressourcen frei. Der Mond, was in sich eigentlich auch Magma. Oh, wie dieser Planet hier jetzt aufgebaut ist, ist eine gute Frage. Es ist kein Spiel, wo man sich in den Boden buddelt. Vielleicht kommt das irgendwann noch. Also man kann ja zwar Ressourcen abbauen. Es ist ja noch Early Access, das Spiel. Kann Ressourcen aus dem Boden abbauen, wie Öl zum Beispiel, aber wir gehen nicht wirklich unter Tage. Das heißt, da dieses Spiel ja unserer Welt nachempfunden ist, gehe ich mal davon aus. Am besten war immer noch, wo ich das Spiel hier gespielt habe und der Mojito da meinte, ja komm jetzt auf zu dem Planet, komm auf. Und ich so, ja, alles klar. Und fliegen wir hin und haben Windräder dabei, weil ja, Windenergie ist super Wind. Und dann kommen wir an und ich lande auf diesem kahlen Planeten hier, auf diesem Mond und guck so, haben wir überhaupt Wind? Nö. Aber Solarpanel hatte ich dabei, in weißer Voraussicht. So. Ja, also auch hier langt es noch mit Zulieferungserz. Ah! Ah, jetzt wird's knapp. Jetzt wird's knapp, jetzt wird's knapp. Oh, jetzt wird's knapp. Jetzt wird's eng. Ja. Jetzt wird's eng. Es wird noch reichen. Aber mehr geht nicht. Da müsste man noch eine weitere Quelle anbuddeln und die haben wir. Ja, könnte ich jetzt noch. Könnte mal gucken, wo es noch was gäbe oder so, ne? Aber das ist jetzt für das, was wir produzieren, maximal Auslastung. So, wir können mal gucken, wie wir hier schon haben. Ja. So, das schleifen wir jetzt weiter. Hier rein. Müssen noch zwei Eingänge frei sein. Genau, die werden's. So, dritte Ressource wird werden. Da. Gott sei Dank. Okay, wir gehen da Kerzen gerade hoch. Ist die Frage. Laut Wikipedia hat unser Mond Magma. Was? Aber hat das jemand überprüft? Wer wird das vermutet? Ganz wichtig in dem Spiel, verarscht nicht eure Drohnen, was ich gerade tue. Lass die auch mal fertig bauen. Reicht der Strom? Es ist.
Wenn man richtig baut, reicht er auch. Ich tue gleich mal auslagern. Also wie ich das verstehe, haben die was von Explosives explosieren lassen auf verschiedenen Stationen, Schwingungen durch Planeten. Ah, okay. Okay. Das ist ein Fall für Galileo Mystery. Hat unser Mond einen Magmakern? Oder Magma in sich? Ich meine, ich glaube, ich werde es noch erleben. Meine Eltern wahrscheinlich nicht mehr. Die erste bemannte Mars-Mission. Ich könnte mir vorstellen, dass ich das noch erlebe. Du auf jeden Fall, Charlie. Bau doch erstmal da unten fertig. Naja, sagen wir mal, wenn alles gut läuft, wirst du es erleben. Sagen wir es mal so. Und jetzt möchte ich einen Teufel an die Wand malen. Meine alte Englischlehrerin gesagt hat, don't paint the devil on the wall. Fand sich immer sehr lustig mit so Phrasen. Hat uns dann natürlich erklärt, dass das so nicht richtig ist. Und gegrinst. Mit ihren dritten Zähnen. Hey. Ja, rein da. Hey. Nee, nee. Wieso darf ich da jetzt nicht rein? Ach, come on. Was ist denn los? Wieso nicht? Da ist doch ein Eingang. Wieso darf ich da nicht reinbauen? Die macht mich fertig. Jetzt. Wir gehen mal vom Besten aus, Charlie. Ich hab wieder meine Drohnen verarscht. So, ich will jetzt wissen, ob ich hier noch mehr reinsetzen kann. Hier steht 10 von 10. Könnte ich noch 10 reinbuttern? Nein, Slots are full. Okay, viel mehr geht nicht. Ich wollte mal... Nein, das wollte ich nicht. Ich wollte mal 10 Stück hier rein, weil wer weiß... Ah, wobei, ich mache das ja eigentlich nicht. Warum sollte ich? Ich kann doch mit Förderbändern hier so geil hantieren, oder? Aber wir haben noch den Platz. So. Hier ist Local Supply, Remote Supply. Ist alles richtig. Energy Core ist low. Ah, come on, man, come on. Bisschen was haben wir. Also für zurückfliegen, wird es locker reichen. Ich hätte mir gewünscht, dass wir mehr produzieren können, aber es funktioniert hier so mehr oder weniger reibungslos. Nein. Der Letzte kriegt schon nichts mehr. Oh, da ist schon unser zweites Solarpanelfeld. Hätte ich besser von da Strom geholt, ich dipp. Oh. Warum sagt ihr nichts? Ist ja Quatsch. Nein, Charlie, gehst du nicht. Halt dich dagegen.
Ja, aus Fehlern lernt man. Ich weiß. Wir bräuchten noch mal ein Feld, aber ich finde keins. Oh shit. Es war doch noch irgendwo eins, oder? Ja. Oh Gott, die sind ja noch weiter weg. Wobei. Hier irgendwo, ne? Das macht keinen Sinn. Chicken Teriyaki. Willst du mich hungrig machen? Ja, ich könnte sie hier abbauen und dann rüber transportieren, aber das frisst so viel Strom, einen weiteren aufzubauen. So viel Strom haben wir nicht. Also da jetzt wirklich... Es ist ja kilometerweit. Hier einen anzapfen und da einen anzapfen, wisst ihr? Es ginge, ja, es ginge, aber... Theoretisch gesehen wäre es einfacher, hier so ein Ding hinzuklatschen und drüben so ein Teil hinzuklatschen und dann das dann lokal da reinzuhauen. Wir müssen nochmal wiederkommen. Ja. Ist die Frage, haben wir genug Strom für so Fats, wie man in der Pfalz sagt, ja. Und... Never ever. Niemals haben wir sowas. Aber ich kann keine, das ist, nee, so habe ich auch keinen Bock drauf, ewige Förderbänder über 30 Milliarden Kilometer auf den Planeten zu hauen. Mittlerweile weiß ich auch, wo lang ich fliegen muss. Ich weiß noch, zu Anfang sind wir wirklich mit dieser Geschwindigkeit gedüst. Ein bisschen mehr. Ein klein bisschen mehr. Und da sieht man halt, wie langsam das dauert, bis man da ist. Mittlerweile kann ich ein bisschen den Turbo reinhauen. Bis auf 2000 können wir ja hoch. Sail Speed. Links seht ihr es, ne? Also rechts von mir. Da gesagt, unten in der Mitte links. Ja, spiegelverkehrt. Ah, jetzt, da. Verdammt, da hört die Kamera auf. Nein! Macht er das jetzt nicht? Ah, jetzt. Hä? Wenn ich mit dem Finger drücke, macht das. Doch, macht's auch. Also. Ach, hier, da. Special Effects. Wir düsen an unseren Raumschiffen vorbei. Wir schaffen übrigens keine 2000, wir haben 1882. Okay, doch, es geht noch ein bisschen mehr. Und wir knallen drauf. 3, 2, 1. Oder wir knallen wieder weg, weil ich, das hatte ich schon mal. Wir haben ein Riesenproblem gerade. Wir haben ein Riesenproblem. Ich kann nicht bremsen. Ich kann nicht drehen. Scheiße. Ne. Kann nichts machen. Fuck.
Okay, wenn man zu schnell draufknallt, dann fliegt man wirklich wieder von vorbei. Es war dumm. Was zum Verbrennen? Müssen mit dem raushalten, was wir haben. Shit. Muss erstmal bremsen, wir sind viel zu schnell. So, 800 geht. So, und jetzt muss ich wieder einlenken. Eieieiei. Das Problem ist, wenn ich den Speed drauf habe, ich kann hier überall hin, ne? Ich kann ja das ganze Sonnensystem. Ich bin dann weg. Ich kann alten Spielstand laden dann. Der macht automatisch, das ist das Problem. Zwischenspeichern, aber ja. Problem ist, wir fliegen nur gerade hinterher. Wir kommen aber trotzdem näher langsam. Wie ist denn der Modus wieder weg hier? Achso. Ich werde nicht die Geschwindigkeit erhöhen. Auch alles zum Manövrieren und zum Bremsen gleich. Die ganze Zeit ging das. Man konnte problemlos auf den Planeten draufknallen, aber jetzt kann man halt vorbeidüsen, wenn man zu schnell ist. Was ja durchaus realistisch ist. Ich sage ja nicht, dass es nicht richtig ist. Home, sweet home. So, ihr kriegt als dritte Ressource, jetzt habt ihr schon Vessels. Ja, 10. Ihr kriegt als dritte Ressource bitte das hier. Und ihr macht Remote Demand. Und schon holen sie. Alter, Alter. Alter. Ab geht's. Hast du Hunger? Ja, dann mach dir was zu essen, Charlie. Und komm dann wieder. Es muss irgendwas doch da sein, was du essen wollen würdest. Verhungere mir bitte nicht. Das ist ganz wichtig. Ich habe so wenig Zuschauer. Wenn ich die ich habe, mir auch noch verhungern, das ist kontraproduktiv für mein Hobby hier. Das geht nicht. Das kann ich nicht zulassen. Wir brauchen dringend Brennstoff. Das passiert mir so schnell nicht nochmal. Zumal wir jetzt genug Platz haben. Was ich gerne machen würde, ist, ich würde gerne noch weiter Erz zuschustern über zwei dieser Planetary Logistic Stations mit A10. Da brauchen wir sogar 20. Also müsste ich noch 20 bauen. Das Problem ist halt einfach, die fressen Strom wie blöd. Die sind richtig stromintensiv, die Teile. Und sie sind auch noch relativ kostenintensiv in der Produktion. Na, wenn wir hier sehen, ich meine, wir können sogar zwei bauen. Wir haben es ja.
Aber das Problem ist, es dauert halt noch ewig, bis es die Komponenten hat. Jetzt darf ich nicht mehr, es ist zu spät. Wie? Ja, aber du wirst doch wohl ein Brot machen dürfen. Ist jetzt klar, dass du jetzt keinen Grill mehr anschmeißt oder einen Backofen. Aber du wirst ja wohl, wenn du Hunger hast, in die Küche ein Brot oder ein Brötchen machen dürfen. Wenn er jetzt nicht sagen, nein, mein Kind, du hungerst jetzt. Das ist also. Wäre sehr komisch, glaube ich. Ein Elternsein ist die Eltern. Das Elternsachen machen ist jedem selbst überlassen, also den Eltern, aber das wäre ja schon komisch. Tja, und wir brauchen 20 Stück von denen. 20 haben wir, 20 brauchen wir. Das können wir wirklich einmal schmelzen, weil wir haben ein bisschen Erz dabei. Das wird nicht passieren. Moment. Mit so vielen Menüs offen hier rumfliegen ist immer schwierig, weil die Orientierung dann flöten geht, aber... Falsch. So, dann produzierst du mir bitte noch, jetzt können wir 20 machen, nee, noch mal 10 bitte. Achso, ah ja. Problem ist, dann reicht es aber nicht mehr mit, weil dich angemeckert, muss das jetzt sein, du hättest ja vorhin was essen können. Und ich will soziale Kontakte meiden. Ja, also die Eltern als soziale Kontakte meiden sehen, ist schon ein bisschen hart, oder? Was kosten nochmal Solarzellen? Solarzellen kosten mich, ja, und die normalen, okay. Können wir noch ein paar bauen. Ein paar Computerchips holen wir uns. Wie heißen die eigentlich nochmal? Circuit Boards, okay, also sagen wir Computerplatinen. Das wird schon hinkommen. Okay, dann brauchen wir noch ein paar Solar. Wir brauchen drüben noch ein bisschen mehr Strom. Bitte im 10er-Pack. Schmelz uns das. Wir haben das Erz dabei, schmelz uns das. So, ich brauche mal kurz ein bisschen Strom. Sozial inkompetent, sagst du, bist du? Ach, was kommt alles? Wenn doch so viele Leute auf deinem T-Shirt unterschreiben wollen und schon haben, dann kannst du so sozial inkompetent nicht sein. So, dieses Spiel packe ich immer noch ein paar Minuten, aber dieses Spiel packe ich, ja, ich weiß nicht, ob ich es morgen direkt wieder auspacke. Spätestens übermorgen, denke ich. So alle 2 Tage. Ich weiß, was du meinst. Charlie, ich weiß, was du meinst. Ich habe auch in meinen jungen Jahren mich immer schwer getan, bei McDonald's zum Beispiel zu bestellen oder so. Wenn ich dann dran war und dann, also mir kommen diese Touchpanels, also mittlerweile kann ich das problemfrei, ja. Aber mir kommen diese Touchpanels sehr entgegen. wenn man wieder rein darf. Und ich musste mir das dann früher, dass ich nicht Angst habe, was Falsches zu sagen oder dass ich nicht anfange zu stottern, musste ich mir das dann früher schon genau zurechtlegen und dann manchmal auch so ein bisschen singen, ohne dass es extrem gesungen geklungen hat, ja. So, ich hätte gerne einen, was weiß ich, einen Big Mac, so irgendwie, dass ich nicht irgendwie durcheinander komme, weil es mir selbst, ja, weil ich das nicht wollte, weil mir das peinlich war, weil ich Angst hatte, was Falsches zu sagen, etc. War ich aber noch. Da war ich noch relativ jung. 12 rum vielleicht. 13, 14. Hm.
Ich weiß es nicht mehr genau. Oder ruf mal da an. Irgendwo anrufen. War auch schwer. Mittlerweile. Gib mir den Hörer in die Hand. Zack. Also nur weil du es jetzt vielleicht noch nicht hast, heißt nicht, dass es nicht noch irgendwann kommt, ne? Die Reife. So. Ja, wir brauchen viel mehr Solarpanel. Das klappt vorne und hinten nicht. Und den haben wir noch. Aber das, die fressen. Ich weiß gar nicht, wo das ganze Kupfer hingeht. Wahrscheinlich in die Leitungen. Ich weiß, hängt an der Ressource hier. Ups. Solarpanel bitte. 64 Stück. Wollen wir nicht übertreiben. Ich möchte eine Big Mac mit extra Gürkchen und eine kalte Cola. Und was rauskommt, hallo, ich möchte ein paar Gürkchen mit Cola und eine extra kalte Big Mac. Ja. Ich hasse es immer, wenn sie dir Eis reinmachen im Winter. Nur, dass weniger Flüssigkeit reingeht. Ja. Also, dass sie halt billiger wegkommen. Eis im Sommer, klar, nehme ich, klar. Kein Ding, bin ich dabei. Aber im Winter, wenn es eh schon arschkalt ist. Daher. Ach, ich könnte mal wieder. Das Problem ist, bei meinem vorigen Arbeitgeber lag der McDonald's so halb auf dem Weg. Das konnte man einbauen. Und bevor man auf die Arbeit geht, noch so zwei, wie heißt es? Sausage and Egg. Oh, zum Frühstück. Ja. Das konnte man noch so einbauen. Jetzt habe ich keinen McDonald's auf dem Weg zur Arbeit. Das geht nicht. Es wäre eine halbe Stunde Umweg. Ja, und deswegen ist Frühstücken macht keinen Sinn. Ich muss wirklich fast eine halbe bis dreiviertel Stunde vorher los, ja. Ich könnte auch nicht sagen, ich lasse das Frühstück hier aus und besorge mir das dann. Weil wie gesagt, das sind wirklich halbe bis dreiviertel Stunde dann Umweg, weil muss ja meine Arbeit wieder vorbei und dann wieder zurück. Das ist Quatsch. Anrufen. Ja, auch mit dem Anrufen, das kommt alles noch. Wobei ich glaube, die heutige Generation hat es noch schwieriger, weil ihr seid ja mit WhatsApp und Co. aufgewachsen. Ja. Das telefoniert mir sowieso nicht mehr. Okay, wir haben einen Haufen Solarpanel gleich. Das ist sehr gut. Ich würde sagen, wir düsen nochmal rüber. Wir düsen noch einmal hin und nochmal zurück und dann mache ich einen Cut. Also mache ich so bis Viertel nach wahrscheinlich. So, der wird ja aber schon beliefert, ne? Und dann können wir das nächste Mal können wir die Prozessorfabrik angehen. Dann haben wir nämlich geguckt, dass wir hier unsere Materialien kriegen, unsere drei, jeweils von einem anderen Planeten. Das ist ganz wichtig. Du machst hier eigentlich Local Supply, du kriegst nichts mehr geliefert. Local. Und wir könnten auch das hier noch zur Not zuschustern, dass man unsere Hauptproduktion auf dem Planeten hier, das wollte ich aber nicht. Und dann fliegen wir jetzt mal. Haben wir noch Saft? Ew. Geht's. Der produziert aber noch, ne? Ah, wenn der produziert, frisst das Spannung. Wenn ich fliege, dann sollten wir das vielleicht nicht machen. So, super schlimm. Ich kann gar nichts außer, was man mich kennt. Da verstehe ich dich aber auch. Also, wenn ich neu in eine Gruppe reinkomme, neue Arbeitgeber zum Beispiel. Oder aber auch, wenn ich auf eine Party mitgehe und nur eine oder zwei Personen kenne. Oder generell in eine neue Clique reinkomme. Ich bin auch erstmal super zurückhaltend und
und was dann auch schon ist, oh, langweilt er sich oder fühlt er sich nicht wohl oder so, aber nö, es ist cool, ich habe noch mal Spaß. Nur ich bin halt dann eher erstmal für mich und guck mir das Ganze an und wenn ich die Leute dann ein bisschen kenne, dann ja, dann gehe ich auch aus meiner Haut raus. Und dann kommen die blöden Sprüche und dann ist vielleicht auch der eine oder andere, der sagt, oh Mann, hätte der nicht lieber wieder der Ruhige sein können? Da war er irgendwie angenehmer. So, wie sieht's aus? 7 Stück noch. Jetzt haben wir eigentlich noch alles dabei. Förderbände, Lamastimeng. Und das ist so orientierungslos, ihr glaubt es gar nicht. Da. Lost ist mein zweiter Vorname. Also diese Lost Charlie oder was? Problem ist, wir müssen uns halt auch auf unser Planet hier um mehr Energie kümmern, ne? Die Produktion für die Prozessoren anschmeißen, aber das sehen wir dann. So, dann, wie sieht's aus? Produzieren nichts mehr. So, Nummer 4 wollen wir. Beim Telefonieren mit deinem Ex früher im Kühlschrank gesessen. Ach, du hast dein Handy im Kühlschrank vergessen. Okay, nicht du hast im Kühlschrank gesessen, du hast dein Handy im Kühlschrank vergessen. Wie kann man denn sein Handy, während man mit dem Ex telefoniert, im Kühlschrank vergessen? Wieso legst du das in den Kühlschrank, wenn du telefonierst? Das ergibt irgendwie... Es ist verwirrend. Dann machen wir ein bisschen Speed rein hier, aber ich werde es nicht mehr übertreiben. So, fliegen wir überhaupt richtig? Es ist nicht das erste Mal, dass ich fliege und fliege und fliege und fliege so. Ich fliege falsch. Aber wenn du nicht drin gesessen hast, Charlie, woher weißt du denn dann, ob das Licht an ist oder nicht? Das sind wichtige Fragen, die geklärt gehören. Ich glaube, ich fliege falsch. Ich fliege nicht ganz optimal. Oh, ich habe irgendeine Taste gedrückt, die hat uns komplett runtergebremst. Das war schlecht. Das war wirklich sehr schlecht. Da habe ich nämlich keine Energie und Reserve, um schneller zu werden. Warum nimmt das ab? Das ergibt keinen Sinn. Warum nimmt das ab? Es nimmt sonst nie ab. Das verstehe ich gerade nicht. Habe ich irgendeine Taste gedrückt, die... Fuck. Langsam Tür geschlossen und den Sensor gedrückt. Ja! Schon klar. Bitte mit dem Licht. Aber wie hast du denn. Wie kann man sein Handy im Kühlschrank vergessen, während man telefoniert? Das verstehe ich nicht.
Man redet was. Hat sie da ein kabelloses Headset an oder so? Was ist das? Also ich habe mal auf dem Fahrrad gesessen und habe mit dem Handy telefoniert. Was dumm ist, was ihr nie tun solltet. Einhändig Fahrrad fahren und dann mit dem anderen telefonieren. Ist auch, glaube ich, gar nicht erlaubt. Früher war es nicht verboten, aber jetzt ist es wahrscheinlich gar nicht mehr erlaubt. Und dann habe ich telefoniert, aber ich hatte früher mein Handy immer ganz, ganz früher, weil die waren auch so richtig klobig, hatte ich die am Gürtel mit so einem Clip. Muss das affig ausgesehen haben. Und dann habe ich telefoniert, habe aber immer, also weil ich Angst hatte, dass ich es verliere, immer so mit dem Arm so eine Seitenbewegung gemacht in Richtung Gürtel, dass ich dann spüre, ob mein Handy noch da ist. Und dann habe ich halt telefoniert und habe halt mit dem Arm durchgeleckert gehalten, habe aber auch noch zeitgleich gecheckt, ob mein Handy da ist. Und dann habe ich halt gesagt, oh scheiße, mein Handy ist weg. Und der Kollege so, telefonierst du gerade mit mir? Oh. Ah, so dumme Sachen macht man dann. Also ich bin schon mal besser durch den Weltraum geflogen mit meinem Bumblebee-Ersatzroboter. So, was wollte ich tun? Energie tanken erstmal. Handy gesucht, während telefoniert hast. Ja, ja. Wenn ich es mal verlege, kann ich ja mittlerweile das anpingen lassen. Weil auch ich habe es schon geschafft in meiner. Ist jetzt nicht so groß die Wohnung. Aber sie geht, ja. Und da habe ich es auch schon gesucht. Und ich wusste, ich hatte es. Und also ich hatte es in der Wohnung noch in der Hand. Ich hab's nirgendwo vergessen. Ich wusste, es muss hier irgendwo sein. Meine Kindheit war im Wald. Das ist aber schön. Ich weiß, alle andere sagen jetzt, oh. Was ein armes Kind, die muss im Wald spielen. Aber ich war mit meinem Cousin früher auch sau auf dem Wald. Das war so schön. Da wird Scheiß gebaut. So, wir sehen unseren Megawattverbrauch. Ja, wir sehen ihn nicht. Moment. Also jetzt, Achtung, zu, zack. Oh, das wird nix. Das wird nix. Ich sag's euch, das wird nix. Was ich davor hab. Ich kann mich anstellen, wie ich will, es wird nicht besser. Und dann im Baumarkt so eine Rolle Kordel gekauft und dann aus Stöcken so ein bisschen Höhlchen gebaut. Im Wald und so. Das war schön. Natürlich alles danach wieder sauber und weggemacht. Ne?
Du kriegst... Ach komm, ich kann da 40 Stück reinknallen. Weil wir wollten mich doch fertig machen. Wirklich 40 Stück? Wir knallen mal 20 rein. Hier könnte ich, glaube ich, wirklich zwei anschließen. Das müssen wir mal gucken. Strom wird auf jeden Fall, auf keinen Fall für noch ein weiteres reichen. Gut, wenn das vollgeladen ist, dann... Es lebe die Mute-Taste. Sonst niese ich euch das Gehör raus. Der wird wahrscheinlich so reichen, ne? Einfach cool, man hat auch nie eine Uhr mit und so. Ja, das ist, ich weiß, also ich weiß das, das ist, die haben früher auch überlebt, ja. Wir hatten mal, weiß nicht, wie ich das zuschusseln will, das weiß ich gerade wirklich nicht. Aber ich mag das mit einer extra Linie. Mal gucken mal. Ah, nee, wir schustern alles da rein. Oh ja, das wird geil. Oh, der riecht harte Nippel. Oh, das wird schön. Können wir es schön auf zwei Lanes verteilen. Das machen wir. Und zwar, wir haben früher nochmal, ich habe ja erzählt, dass ich in der katholischen Jugend immer ein bisschen aktiv war, früher in meiner Jugend. Und, oh, ist egal wie rum, so oder so. Und dann haben wir nochmal eine Hausfreizeit veranstaltet, ne? Haben wir noch genug Strom? Wo bist du, mein Sonnenlicht, da? Problem ist, eigentlich würde ich sagen, die mahnt. Jetzt ist es direkt zugeliefert vom anderen. Sofort gehen sie ab. Sie gehen ab. Nichts hält sie am Boden. Ja, dann kommen wir auch gleich angeflogen. Jetzt weiß ich ja, wo ich hin muss. Ja, auf jeden Fall, wir haben diese Hausfreizeit veranstaltet. Und dann hieß es halt, ja, gib den Kindern bitte kein Handy mit. Ne? Da gab es noch nicht so die Smartphones. Das war gerade so die Anfangszeit der Smartphones. Bitte gib den Kindern kein Handy mit, weil wir wollen auch Gruppenspiele veranstalten und so. Ne? Und es ist dann doof, wenn die Kinder nur im Handy sitzen. Und dann sind die Eltern abgegangen. Das geht nicht. Mein Kind braucht sein Handy. Wenn es was ist, muss es anrufen können. Dann hat gesagt, ja, wir verstehen sie ja, aber sie müssen auch uns verstehen. Wir können dann unser Programm nicht wirklich durchziehen, wenn die Kids nur am Handy hängen. Und die, nee, aber das ging nicht. Du konntest die Eltern nicht belehren, ne? Nein, mein Kind braucht sein Handy. Und dann hatten wir halt auch einen Gruppenleiter dabei, der auch gesagt hat, ehemaliger Kollege, der meinte, ja, wissen Sie, ich war früher auch auf so Freizeiten. Da gab's noch kein Handy, als ich klein war. Und ich hab's auch überlebt.
Und wenn was ist, ist immer ein Gruppenleiter da und hat ein Handy dabei. Das hat die dann ein bisschen beruhigt, aber die große breite Masse, die ist die sogenannten Helikoptereltern. Ne? Ich hätte es auch auf dieselbe Bahn machen können eigentlich. Ist egal. Ja, ich sag ja, Zeltlager. Zeltlager haben wir auch gemacht. Hausfreizeiten und Zeltlager. So Fahne klauen und so Spaß. War ganz witzig früher. Ja, ich dachte mir, komm, nimmst den, der wird reichen. Ja, jetzt, wenn du jetzt Betreuer bist, dann hat sich das natürlich erledigt. Dann kannst du jetzt einen auf dicke Hose machen. Handy. Oh, der Winkel tut mir eigentlich im Auge weh. Aber es wird funktionieren. Die holen da schneller ab, als dass wir es reingepumpt kriegen. Aber guckt euch die Strecke an. Da hätte ich jetzt zwei Linien ziehen müssen. Zwei Förder. Ach, vergiss das, ey. Das ist, glaube ich, auf der anderen Seite des Planeten. Aber wirklich. Ja. Nee. Hätte ich nicht gemacht. Ich sag ja, mein innerer Monk weint, sag ich immer, ne? So, was wir jetzt machen ist, ja, das war sichtlich dumm. Wie lange spiele ich dieses Spiel jetzt schon? Das war sichtlich dämlich. Das ist auch dumm, was ich hier gerade mache. Ich hab's schon wieder vergessen. Schon wieder! Ja. Da. Ah, ist eigentlich egal, wo ich es reinführe.
So, jetzt kriegen sie nämlich noch eine andere Lieferung jeweils. So, ich will aber... Oh, dann reicht der Strom aber nicht. Der Strom reicht zwar nicht. Naja. Müssen wir mit Strom ein bisschen zaubern. Lack of Item. Können wir noch welche bauen? Ein paar. Also ich komme da mit einem nicht hin. Ach so, echt, habe ich so überzogen oder hast recht? Ah, das Spiel ist die Hölle. Okay, wir müssen das anders angehen, wir müssen das so angehen. Ja, super, jetzt sehe ich aber nicht mehr was. Ah. Doch. Das ist ein ziemlich großer Kreis. Nein, 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 ich Idiot, ich Idiot. So. Jetzt fluppt das doch, oder? Es ist ein Traum. Ist doch euch doch genau, was ich mache, wenn das Erz hier alle geht. Oh, das ist eine geile Idee. Das ist eine geile Idee. Wir bauen nur noch Erz ab. Wir lassen es hier schmelzen. Wir schicken das durch die ganze Galaxie. Ist mir scheißegal. Hier wird die Erzschmelze. Auf diesem fucking Planet wird nur noch Erz geschmolzen. Und wenn das Letzte ist, was ich tue. Hier haben wir nämlich dieses... Hier haben wir eine Station, wo wir es anliefern lassen können. Wie blöd. Und dann... Und da drüben haben wir unseren Raumhafen irgendwo da vorne. Ihr habt ihn irgendwo gesehen. So, und dann lassen wir das Erz aus der ganzen Galaxie auf diesen Planeten und dann kommt es da raus. Und dann wird es hier geschmolzen. Auf Teufel komm raus. Ah, das ist ja, also... Da wird ja das Huhn in der Pfanne verrückt hier. So. Und ich könnte diese dritte Linie hinziehen, müsste die Stromdinger nochmal umbauen, das machen wir nicht. So. Hol dir Erz, mein Freund. Und ich, Idiot, hab's wieder falsch gemacht. Ah. Komm her. So. Da, da, da raus. Ich meine, wir haben hier nur eine Ressource, aber trotzdem müssen wir es ihm sagen. So.
Wie gesagt, wenn es knapp wird, mache ich noch eine Drittellinie. Da kenne ich nichts. Haben wir noch Schmelzer? Ja. Brauchen wir noch welche? Natürlich. 2, 3 baue ich noch. Wann es dir auffällt? Ja, spätestens um 12, weil es mir aufgefallen ist. Ich gemerkt habe, fuck it. Aber nee. Wirklich nur noch. Wirklich nicht mehr. Nicht mehr so lange. Ach so, das war dumm. Egal, ich kann es einstellen. Falsch. Falsch. Ja. Wie sieht es mit Strom? Also, 1 geht noch. Ach so, ich muss ja gucken. Müsste ich irgendwo noch ein zweites Band hier neben hinlegen? Ja, ja. Stimmt. Dass wir schnell dazwischen lagern können. Alles klar. Charlie, schön, dass du dabei warst. Dir eine schöne Nacht. Bis zum nächsten Mal, hab mich gefreut. Schlaf gut. So. Ich mache jetzt aber auch einen Cut. Ja. Jetzt müssten wir es eigentlich schaffen, dass wir das so voll murksen, dass ab hier es schon so ziemlich dicht aussieht. Ja, so ein Büffel würde vielleicht ab und zu nochmal so zwischen reinpassen. Maximal einer nur noch. Oh, die können es schon gar nicht mehr abholen. Ups. Aber es auf einem anderen Planeten gerade nicht abholen. Ja. Aber wenn wir da anfangen zu produzieren, dann werden wir das brauchen. Okay. Also wir könnten theoretisch den einen könnte man noch bauen, den machen wir noch. Dann ist hier die Linie voll. Und dann sind wir wirklich, dann haben wir hier die Produktion erstmal gut am Lauf. Hört und stört sich. Danke dir, Charlie. Schlaf gut. Und du störst nicht. Ihr stört nie. Ich mache das ja, weil ich auch gerne jemand habe, der mir dabei zusieht. Ne? Ich fühle mich immer so beobachtet beim Zocken. Das ist ja auch scheiße dann. So, jetzt kriegen wir es aber voll, oder? Ja, wunderbar. So, theoretisch gesehen würden wir das dann jetzt direkt voll pumpen. Hier wird es dann auch langsam voll werden, dann werden die aufhören zu produzieren, das ist klar. Okay, jetzt können wir hier eh nicht weitermachen. Ist die Frage, ob die hier nicht genügen, wobei die sind eigentlich alle voll, ne? Vielleicht müssen wir noch einen weiteren Raumhafen bauen, aber die langweilen sich ja auch gerade. Wir füllen uns mit Brennbarem auf. Oh, warte mal, bevor ich wegfliege, wie sieht es im Strom aus? Besser als ich dachte. Na dann. Wir füllen uns noch mit brennbarem Material auf. Fahren wir noch kurz heim. Fliegen noch kurz zurück. Moment, lande noch mal kurz. Dann sind wir noch mal gleich voll hier. Wo ist er denn? Ein. Da oben, oder? Und nicht mehr so viel Speed, das hat ja schon mal nicht so gut geklappt. Beziehungsweise ich kann Speed reinhauen, aber ich wollte dann vorher abbremsen. Ja, sagen wir so viel. Rest regenerieren wir und bremsen dann. Und dann haben wir das nächste Mal genug Ressourcen, um die Prozessorfabrik anzugehen. Und das ist, ja, man kann es natürlich viel, viel hässlicher bauen. Ja, man muss das alles nicht machen, wie ich es baue. Man muss nicht so perfektionistisch sein. Man kann gucken, dass man das Ganze mehr quick and dirty baut. Ja, und dann kommt man auch an sein Ziel. Natürlich, das geht. So spiele ich das Spiel halt nicht. So habe ich halt auch mehr Spaß dran. Ja, und länger Freude an dem Spiel. Ich meine, guckt euch den Preis an. Ja, ich weiß nicht, wie es aktuell war, als ich gekauft habe, unter 20 Euro. Wie viele Spielstunden hatte ich hier jetzt schon gespielt und hatte wirklich Spaß, mit großem Spaß. Weil ich so Spiele halt auch mag. Ja. Und da gibt es Spiele, die kosten 60 Euro und da spiele ich dann halt nicht so lange, weil es mich dann auch irgendwann nervt.
Ja, also dieses, wie heißt es? Was ich auch angefangen habe und irgendwann noch fertig spielen werde. Phoenix Rising ist ein schöner Zelda-Klon, ist okay, es macht das, was es soll, aber es ist halt doch, ja, das hier ist auch dasselbe, aber naja, wird mir dann halt doch schnell langweilig, ne? Weil es sich für mich dann zwar schon wiederholt, aber nervig wiederholt. So, mit 500 können wir doch draufklatschen. Wir sind im Energiepark gelandet. Yo. Können wir hier kurz zwischenparken? Normalerweise ist man ja am Bauen und normal am Laufen und dann füllt sich das hier immer mal wieder schnell auf, hier, der Balken. Wenn man halt gerade vom interstellaren Flug kommt, dann ist man natürlich ein bisschen ausgebrannter, landet dann irgendwo mit Gravajo auf dem Planeten und will dann natürlich wieder dahin, wo die Hauptproduktion ist. Ja, also, wir müssen die Prozessorproduktion, wenn die Prozessorproduktion läuft und brummt, dann kümmern wir uns um andere Dinge. Andere Dinge bezüglich, also das wird, ich kann mal hier ungefähr stehen bleiben, ist okay. Wir brauchen nämlich, um nochmal kurz Revue passieren zu lassen, für diese neuen Würfel, die lilanen, brauchen wir diese Fasern, was für mich wie ein Glasfaserkabel aussieht, was es wahrscheinlich gar nicht ist. Ne? Wobei doch wohl schon, ne? Breitband, aber auf Partikelbasis. Brauchen wir Dinge, die wir zum Teil schon haben? Das hier stellen wir aktuell her. Und, glaube ich. Muss nochmal gucken. Aber ich denke ja. Plastik ist klar, kriegen wir hin mit Öl. Das ist machbar. Und dann geht's halt hier, dieses Carbon-Natrium-Tube. Die wird auch noch ein bisschen hässlicher. Ja. Das wird auf jeden Fall eine Produktionskette, die wir hochziehen müssen für dieses Partikelbreitband. Die Prozessor ziehen wir ja hoch. Und aus Prozessor und Partikelbreitband wird dann der lilane Würfel. Und das muss brummen, weil wir brauchen jede Menge lilane Würfel zum Forschen. Ich freue mich drauf, wenn wir mal so weit sind. Und das wird dann so die nächste große Herausforderung. Das machen wir mal wieder. Hier geht es die Tage auch weiter. Ich weiß noch nicht genau wann. 1-2 Tage. Ich packe es immer mal wieder aus, weil es mir, wie gesagt, großen Spaß bereitet. Ich muss jetzt wirklich abspeichern. Sonst höre ich hier nicht auf. Das war's im Livestream, genauso wie für die YouTube-Aufnahme. Deswegen, für alle, die dabei waren oder die das Ganze zugeschaut haben, nachgeschaut haben, bedanke ich mich für eure Aufmerksamkeit. Mein Name ist Fitzfuchs und wir sehen uns im nächsten Livestream oder Video.